Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 45. Sitzung des Petitionsausschusses in dieser Wahlperiode, diesmal zu einer öffentlichen Sitzung hier im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Diese Sitzung wird aufgezeichnet und ab 17 Uhr im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages übertragen. Die Übertragung kann auf den Internetseiten des Bundestages oder über die Bundestags-App auf PCs und mobilen Geräten verfolgt werden. Im Anschluss wird diese Sitzung dauerhaft auf den Seiten des Bundestages im Internet zur Verfügung gestellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, ich begrüße Sie nochmals alle herzlich Anwesende. Nach diesen Vorbemerkungen eröffne damit die Sitzung offiziell und begrüße zu dieser ersten Petition, wir werden heute insgesamt 3 Petitionen öffentlich beraten, Herrn Thomas Radetzky sowie Herrn Professor Dr. Menzel. Schön, dass Sie heute hier sind. Darüber hinaus haben wir heute eine fast kleine Premiere. Zumindest findet es ja selten statt. An dieser Stelle begrüße ich mich 2 parlamentarische Staatssekretäre als Vertreter der Bundesregierung. Zum einen den parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Herrn Michael Stübgen, und ebenso den parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Herrn Florian Pronold, sind herzlich begrüßt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute unsere Sitzung besuchen, heiße ich ebenfalls willkommen. Ich möchte Sie darum bitten, während der Sitzung von Beifalls- oder Missfallensbekundungen jeglicher Art, zum Beispiel Zurufen oder Klatschen, abzusehen. Ferner mache ich vorsorglich darauf aufmerksam, dass es nicht gestattet ist, Spruchbänder oder Transparente zu entfalten bzw. Informationsmaterial zu zeigen oder zu verteilen. Schließlich weise ich darauf hin, dass private Film- und Tonaufnahmen nicht gestattet sind. Bitte schalten Sie jetzt auch Ihre Mobiltelefone aus. Ich begrüße die anwesenden Journalisten und hoffe wie immer auf eine anregende und interessante Berichterstattung. Zur heutigen Sitzung darf ich noch folgende Hinweise geben. Bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gibt es 3 Mitgliederwechsel. Im Ausschuss die Kollegin Monika Lazar, Manuela Rottmann und Kollege Stefan Kühn verzichten für die heutige Sitzung auf ihre Mitgliedschaft. An ihrer Stelle treten ein die Kollegin Lisa Paus für Tagesordnungspunkt 2, also für die nächste Petition. Für diese Petition wird Herr Kollege Harald Ebner anwesend sein und später zum Thema Holodomor wird Manuel Sarrazin unter uns sein. Im Kreise der Obleute ist vereinbart worden, dass sich der Sitzungsablauf an demjenigen der öffentlichen Sitzung der 18. Wahlperiode orientiert. Dies bedeutet, dass zunächst der Petent die Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstatement erhält und nachfolgend die Ausschussmitglieder in mehreren Runden Gelegenheit zu Fragen an den Petenten und die Bundesregierung erhalten, wobei in der ersten Runde zunächst die Berichterstatter das Wort erhalten. Die Fragesteller bitte ich, von langen Eingangsstatements abzusehen und sich maximal auf 2 Fragen zu beschränken. Die Herren Staatssekretäre Stübgen und Pronold bitte ich dann jeweils unmittelbar im Anschluss die Frage zu beantworten oder den Petenten, je nachdem wie die Fragen gestellt sind. Sie kennen unsere Verfahrensweise, 2 Fragen an die Regierung oder den Petenten oder jeweils eine Frage an Regierung oder Petenten. Da wir heute 2 Staatssekretäre und 2 Häuser haben, die ja präsent sind, haben wir uns vorher vereinbart, dass es immer günstig ist, wenn der Fragesteller, der Berichterstatter jeweils konkret vielleicht das Haus benennt, wo er sich eine Antwort her erwünscht. Gibt es dazu Fragen? Eine Neuerung wird auch sein, dass wir heute mal eine Uhr haben, dass dies mitläuft, weil es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden gab, dass manchmal ich zu streng mit der Zeit bin, kann dies jetzt gesehen werden. Und wir fangen mal an mit 2 Minuten für die Redezeit jeweils. Und dass wir dann schauen, dass wir wirklich nach einer Stunde auch fertig sind. Aber da haben Sie mal eine Orientierung, wie lange sozusagen immer gesprochen wird. Gibt es hierzu Fragen? Nein? Dann, insbesondere möchte ich für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch den Hinweis geben, dass heute keine Entscheidung über die Petition gefällt wird. Der Ausschuss wird heute sich erstmalig mit der Petition befassen, wird die Argumente aufnehmen und wird dann im anschließenden Petitionsverfahren eine Entscheidung treffen. Nach diesen Vorbemerkungen komme ich nun zur ersten Petition für die heutige Sitzung. Thema Risikoprüfung von Pestiziden, Schutz insbesondere von Bienen. Wie bereits erwähnt,
hat jetzt zum Eingangsstatement Herr Radetzky das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Staatssekretäre, Abgeordnete und Mitarbeiterinnen des Bundestages, liebe Gäste, ich danke dem Petitionsausschuss und mehr als 72.000 Bürgern, dass ich heute gemeinsam mit Herrn Professor Menzel hier sprechen darf. Der Weltbiodiversitätsrat stellte 2016 in seinem Bericht zusammenfassend fest, die intensive landwirtschaftliche Produktion und besonders die Anwendung von Pestiziden stellt eine der Hauptursachen für die Gefährdung der Blütenbestäuber dar. Die EU-Kommission hat 2013 drei Neonicotinoide verboten. Das war nur möglich auf Grundlage eines Notfallparagraphen, der es erlaubte, Untersuchungsmethoden zu berücksichtigen, die kein Bestandteil der regulären Sicherheitsprüfungen waren. Lediglich ausnahmsweise wurden aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen folgend auch chronische und subletale Effekte auf solitäre Bienen untersucht. Um dies regelmäßig zu gewährleisten und dem in der Pestizidverordnung geforderten Vorsorgeprinzip zu entsprechen, legte die EFSA neue Leitlinien für die Sicherheitsprüfung vor. Industrie- und Agrarverbände haben die Implementierung dieser zwingend notwendigen sogenannten B-Guidance seit 6 Jahren verschleppt. Anstelle dessen soll nun mit Unterstützung von Deutschland eine Version der Leitlinien verabschiedet werden, bei der die zweifellos vorhandenen Risiken für Wildbienen und Hummeln nicht untersucht werden und dies auch nicht verbindlich geplant ist. Als Ersatz für die verbotenen Neonicotinoide werden neue, zum Teil sogar noch problematischere Wirkstoffe zugelassen. Für solche Wirkstoffe hat das Umweltbundesamt wegen konkreter drohender Umweltschäden kürzlich Anwendungsbeschränkungen erlassen. Die Hersteller klagten dagegen. Das Gericht sprach daraufhin der Behörde das Recht ab, die Wirkung der Pestizide mit Methoden zu bewerten, die nicht in einer Richtlinie für die Sicherheitsprüfung vorgeschrieben sind. Ich bitte das BML dringend darum, fristgerecht gegen dieses Urteil in Revision zu gehen und auf EU-Ebene entschieden für eine wirksame B-Guidance einzutreten. Andernfalls können unsere Behörden derartige Schäden weder ermitteln noch Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität damit ergreifen. Bienenbürger und vor allem Bauern müssen sich auf das Zulassungsregime verlassen können. Denn pro Kopf der Bevölkerung werden 1,2 Kilo Pestizide eingesetzt. Das entspricht 5,7 Kilo pro Hektar. Bitte sorgen Sie dafür, dass tatsächlich vom Acker kommt, was Biene, Mensch und Natur schadet. Jetzt habe ich eine Grafik mitgebracht, die im Detail natürlich überfordert. Sie soll visualisieren, den erschütternden Umfang und die Häufigkeit der Pestizidbelastung, hier Daten aus 2013 sichtbar. 73 verschiedene Wirkstoffe wurden in Blütenpollen gefunden, 87% des Blütenpollens war belastet, und zwar im Mittel mit 6 Wirkstoffen zugleich. 2017 waren es sogar 96% des Pollens. Mit diesem Pollen wird die Brut unserer Bienen ernährt. Warum auch sehr geringen Mengen solcher Wirkstoffe von großer Bedeutung sind, wird Ihnen jetzt Herr Professor Menzel erläutern. Danke soweit. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich möchte vor allem auf die nicht tödlichen Wirkungen dieser Insektizide hinweisen und Ihnen die Dramatik an einigen Beispielen darstellen. Es ist ja so, natürlich sind Insektizide dazu da, um Insekten zu töten. Aber auch wenn sie nicht töten, haben sie gravierende Folgen. Die Immunabwehr wird gestört, der Herzrhythmus und Kreislauf wird gestört, die Darmflora wird gestört, das hängt auch mit der Immunabwehr zum Teil zusammen. Es gibt eine reduzierte Vermehrung der Tiere, insbesondere zum Beispiel der Königinnen bei den Hummeln und den Drohnen, was eine Folge hat, dass im nächsten Jahr keine Kolonien entstehen. Und da diese Insektizide vor allem auf ein Molekül im Gehirn gehen, sind sie störende Faktoren, geradezu vernichtende Faktoren hinsichtlich des Verhaltens. Ich würde sagen, es ist der Geist sozusagen der Bestäuber,
die Kognition, das Lernvermögen, was dabei eine entscheidende Rolle spielt. Ich will Ihnen das an einem Beispiel klar machen. Das ist in diesem Fall Calypso, in dem der Wirkstoff Thiaclopride ist, ein Neonicotinoid. Dieses Neonicotinoid hat eine sehr hohe Tötungsdosis. 15.000 Nanogramm muss eine Biene aufnehmen. Nun, wenn man ihr aber nur 60 Nanogramm gibt, dann kann sie zum Beispiel ihr Gedächtnis nicht mehr verwenden. Wenn sie chronisch 2 Nanogramm pro Besuch aufnimmt, dann kann sie sich nicht mehr orientieren. Sie ist sozusagen in der Navigation, sie findet nicht mehr zurück, jedenfalls sehr verschlechtert zurück, sie ist geschädigt. Diese Sorte von Gesundheitsschädigung ist also eine, die sich durch dieses gesamte Verhalten und durch die Leistungen des Körpers der Insekten zieht. Und Sie sollten in dem Zusammenhang daran denken, dass die Bestäubungstätigkeit kein triviales Verhalten ist. Dazu muss man sich ständig an den Pollenmarkt, an den Nektarmarkt anpassen. Man muss außerordentlich viel lernen. Man muss über große Strecken sehr ökonomisch navigieren. Und all das wird gefährdet, wenn subletale Dosen aufgenommen werden. Dankeschön. Vielen Dank für diesen Vortrag. Jetzt kommen wir zur Runde der Berichterstatter. Ich als Vorsitzender bin auch Berichterstatter für die CDU-CSU-Fraktion und darf deswegen die ersten beiden Fragen stellen. Grundsätzlich möchte ich für meine Fraktion noch einmal festhalten, dass wir bereits sehr viel zum Schutz von Bienen getan haben. Wir haben mehrfach in Anträgen unserer Fraktion darüber befunden oder beschlossen, einschlägige Pflanzenschutzmittel zu verbieten. Auch das Maßnahmenpaket, welches wir als Fraktion, das Maßnahmenpaket zum Klimaschutz, welches die Koalition am 20. September beschlossen hat, nimmt auch den Schutz der Insekten, besonders der Bienen, auf. Uns ist wichtig, einen Einklang herzustellen zwischen Umweltschutz und auch Einbindung der Landwirtschaft und alle Interessen, die hier miteinander sind, in Einklang zu bringen. Deswegen auch meine konkreten Fragen an die Bundesregierung, das BML. Können Sie beziffern, wie der Verlauf des Insektensterbens derzeit ist und wie Maßnahmen, die wir auch der Landwirtschaft auferlegen, zum Beispiel die Errichtung von Blühstreifen und deren Finanzierung sowie andere Unterstützung und Förderung im Bereich der GAP, sich positiv auf die Vermehrung von Insekten ausüben? Die zweite Frage ist, wie steht die Bundesrepublik im europäischen Vergleich beim Schutz der Bienen, insbesondere der Insekten, da? Vielen Dank. Dann der Herr Staatssekretär. Ja, gut. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also konkrete aktuelle Zahlen über das Insektensterben haben wir nicht. Die können wir eventuell schriftlich nachliefern. Es wird auch gegenwärtig untersucht. Und Sie wissen ja, dass wir gerade in der Beratung zur neuen GAP nach 2020 in der Frage was mehr Umweltambitionsniveau der Landwirtschaft und der Subventionen betrifft, deutliche Dinge verändern wollen. Blühstreifenauswirkungen kennen wir so im Detail nicht. Also wir können jetzt nicht sagen, sie wirken positiv, das ist ja nun ganz eindeutig, aber im Detail kennen wir keine wissenschaftliche Untersuchung. Europaweit kann ich kurz Folgendes sagen. Die Bundesregierung hat ja dem Verbot für Zuckerrüben von Neonicotin-Wirkstoffen zugestimmt. Sie hat auch 2013 das Verbot von Neonicotin-Wirkstoffen für Raps zugestimmt. Und es steht jetzt an, was die Bundesregierung unterstützt, dass das angesprochene Verbot für Thiaclopride, auch ein Neonicotiner-Wirkstoff, auch kommt, spätestens nach unserer Einschätzung im Dezember 2019. Das heißt, wir sind in diesen Fragen in der Tat engagiert, weil wenn sich herausstellt, dass es nachhaltige schädliche Wirkung insbesondere für Bestäuberinsekten gibt, müssen diese Wirkstoffe vom Markt und von der Anwendung her ausgeschlossen werden. Allerdings gerade was das Verbot von Neonicotin-Wirkstoffen betrifft, bedauern wir, und da sind wir vorstellig geworden in Brüssel, dass eine erhebliche Zahl von europäischen Mitgliedstaaten Ausnahmegenehmigungen gemacht haben dort für.
dafür, was wir auch deshalb kritisieren, weil wenn man dieses Verbot wissenschaftlich begründet durchsetzt, kann man nicht einfach Ausnahmegenehmigung schon gar nicht für die Beizanwendung machen, weil das Instrument der Ausnahmegenehmigung ist ein anderes. Die Europäische Kommission hat nach unserer Kenntnis reagiert und auch einzelne dieser Ausnahmegenehmigungen kassiert. Das heißt, das unterstützen wir auch nachhaltig, denn wir brauchen europaweit die gleichen Standards, die auch gleich umgesetzt werden. Vielen Dank. Kollege Schiefner für die SPD-Fraktion. Ja, Herr Vorsitzender, zunächst möchte ich daran erinnern, dass wir eine Geschäftsordnung für diesen Ausschuss haben. Ich möchte mich also jetzt hier nicht erstmal damit beschäftigen, was Sozialdemokraten in dem Bereich alles gemacht haben, Herr Vorsitzender. Ich möchte dann gleich lieber zu den Fragen kommen, denn wir haben ja auch nur eine Stunde. Und zwar noch mal eine Frage an die Petenten. Es geht ja auch hier um dieses EuGH-Urteil von 2018. Können Sie noch mal ganz kurz präzisieren, welche Defizite Sie genau da noch mal vorbringen können, die Sie dort feststellen? Und eine Frage dann an das Bundesministerium für Umwelt. Welche Maßnahmen laufen denn im Umweltministerium überhaupt? Wir haben ja auch dieses Aktionsprogramm Insektenschutz in diese Richtung gehend. Und wie beurteilen Sie dieses Urteil? Was sollte man aus Ihrer Sicht im Umweltministerium auch vor dem Hintergrund dieses Urteils tun? Danke für die Frage. Das Urteil 2018 beim EuGH, beziehungsweise das, Sie hatten nach dem Verbot gefragt, 2018, ne? Das war ja eine Erweiterung der Einschränkung der Anwendungen, also komplette Einschränkung im Freiland, die ihre Begründung natürlich hat in den neu vorgelegten wissenschaftlichen Daten. Und wir reden ja hier nicht allgemein über Blühstreifen und Landwirtschaft, sondern ich möchte, dass wir ganz speziell über Zulassungsfragen sprechen. Und da geht es ja darum, dass Nachweise für Schäden nur erfolgen, wenn sie in der Leitlinie, in der B-Guidance angelegt sind und entsprechende Datenanforderungen an die Industrie vorhanden sind. Wenn die nicht vorhanden sind, werden keine Schäden dokumentiert. Und das ist heute unser Problem, über das wir reden müssen, dass die Datenanforderungen nicht ausreichend erfolgen. Und das Verbot, was wir haben, ist ja nur, wie ich ausgeführt habe, zustande gekommen, weil eben ausnahmsweise die Datenanforderungen über die Datenanforderungen hinaus gearbeitet wurde. Danke. Okay, nächste Fraktion. BMU? Ja. Also was richtig ist, ist, dass wir mit dem Insektenschutzprogramm auch in unserem Haus versuchen, hier deutliche Fortschritte beim Rückgang der Biodiversität zu erzielen. Allerdings ist es so, dass wir einen Streit haben, auf den der Petent ja nun anspricht, nämlich auch in der Frage, wie wird angewendet und was passiert im Zulassungsverfahren? Welche Grundlagen werden da zum Beispiel zu Rate gezogen? Wird auch die mehrmalige Anwendung eines Mittels zum Beispiel berücksichtigt, ja oder nein? Da ist es ein weiterer Streitpunkt auch innerhalb der Bundesregierung, ob wir zum Beispiel Auflagen machen können, was Biodiversität angeht. Und das ist derzeit strittig. Da gibt es ein Urteil von Bochum, das aus unserer Sicht dem widerspricht, was das europäische Recht sagt und was auch das jüngste Urteil sagt. Und es geht im Kern darum, und das will ich nochmal mit Nachdruck auch hier deutlich machen, dass wir sehen, welch massenhaftes Sterben wir haben im Bereich der Insekten, aber auch der Bienen. Da geht es insbesondere auch um die Wildbienen. Und dass hier alles getan werden muss, damit wir hier die Bestäuber schützen. Und das heißt auch, dass im Zulassungsverfahren, so wie es der Petent auch zum Ausdruck bringt, dass wir das in die Anwendung auch durch die deutschen Behörden bringen. Dann Herr Wiele, bitte. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich möchte gerne zwei Fragen an den Herrn Petenten stellen. Und zwar zunächst mal zu einer Querwirkung, über die ich jetzt, oder möglichen Querwirkung, über die ich jetzt in den Unterlagen nichts gefunden habe.
Sie machen in Ihrer Petition ja auf die Wirkung chemischer Pflanzenschutzmittel auf Insekten, insbesondere Honig und Solitärbienen, aufmerksam. Aber von der Varroamilbe habe ich jetzt da nichts gelesen. Und das ist meine Frage. Meine erste: Ist Ihnen bekannt, dass neue Studien darauf hindeuten, dass die Varroamilbe nicht das Blut der Bienen aussaugt, sondern den Fettkörper anzapft? Dadurch wird das Immunsystem massiv geschwächt. Das könnte eine Anfälligkeit gegen Umwelteinflüsse, beispielsweise Pflanzenschutzmittel, verstärken. Wie bewerten Sie den Einfluss der Varroamilbe vor diesem Hintergrund? Und wie bewerten Sie die Bedeutung des Einflusses von chemischen Pflanzenschutzmitteln auf Bienen vor diesem Hintergrund? Also erstes Thema. Zweites Thema noch mal zu den Unterlagen. Das liegt Ihnen sicher vor, eine Antwort vom BMEL auf Ihre Petition, eine Stellungnahme vom, wenn ich es richtig lese, 15. Mai. Und da ist ja auch davon die Rede, dass ein neues Bee-Guidance-Document erarbeitet wird. Meine Frage: Haben Sie Kenntnis von dem Bearbeitungsstand dieses Dokuments und würden Sie, nachdem ja dort Fortschritte angekündigt worden sind für den Bienenschutz, würden Sie Ihre Petition in der Form, wie Sie sie gestellt haben, auch mit Blick auf das neue Bee-Guidance-Dokument so aufrechterhalten? Vielen Dank, Herr Wiele. Dann sind das zwei Fragen. Hören Sie mich? Ja. Vielen Dank. Dann sind das zwei Fragen an den Petenten, bitte. Darf die erste Frage Herr Professor Menzel beantworten? Ja, Sie haben ganz recht. Also die Immunabwehr und damit der Gesundheitsstatus der Bienen wird sowohl durch die Pestizide wie auch durch Varroa beeinflusst. Im Allgemeinen, im üblichen natürlichen Ablauf, sind die Pestizide über längere Zeit aufgenommen worden und der Körper ist in dieser Immunkompetenz geschwächt. Dann kommt Varroa dazu zu einer bestimmten Jahreszeit. Und diese Varroa ist dann auch etwas, was zusätzlich die Gesundheit schädigt. Das bedeutet, dass aber dann, wenn man nur die Varroa sieht, nicht die Varroa wirklich die Ursache ist dafür, dass ein Bienenvolk gesundheitlich schlecht geht. Und das muss man also auseinanderhalten. Die Belege für die Immunschwäche, die Erzeugung der Immunschwäche durch die Pestizide, insbesondere der Neonicotinoide, ist ganz eindeutig. Es gibt hervorragende wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass dieses der Fall ist. Wenn dann Varroa dazukommt, dann ist natürlich die Abwehr entsprechend erniedrigt. Dann darf ich zu der zweiten Frage was sagen und eine kleine Ergänzung machen zu dem Beitrag von Herrn Menzel. Es ist meistens unbekannt, dass die Bienen, die Honigbienen, gar nicht an der Varroamilbe sterben. Sie sterben an den Virussekundärinfektionen. Und die Frage, wie stark die Bienen in der Lage sind, über Immunsystem mit den Virussekundärinfektionen fertig zu werden, das ist der eigentliche Punkt, auch indirekt, der mich persönlich in meiner Biografie motiviert hat, heute auch letztlich hier zu sitzen. Aber es geht eben gar nicht nur um die Honigbiene. Und da kommen wir an der Neufassung der Bee Guidance an, wo sich Deutschland ja dahinter stellt. Also in der neuen Bee Guidance ist zum Beispiel akzeptiert, dass 7% Schrumpfung des Bienenvolkes zumutbar sind bei Pestizidanwendungen. Das sind bei einem Sommervolk über 2000 Bienen. Hallo? Bei einem Pestizid, wir haben im Apfelanbau, haben wir 30 bis 40 Anwendungen pro Jahr. Also wir werden, wenn wir auf die Solitären schauen, die ja nicht die Kompensationsfähigkeit haben wie der Bienenstock, dann sind die Probleme, sie bringen einfach die Populationen in der Feldflur um, unabhängig von der Struktur, von dem Strukturverlust, den wir sowieso zu beklagen haben. Danke. Vielen Dank. Bei der Fraktion der FDP, Herr Ulrich, bitteschön. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich komme ja nun aus Thüringen, wohne quasi mitten im Wald. Ich muss auch wirklich sagen, seit meiner Kindheit ist es eindeutig zu sehen, dass wir weniger Insekten haben. Ich beschränke das jetzt mal nicht nur auf die Bienen, sondern generell auf dieses Gefühl, was man beim Spielen früher gesehen hat, das sieht man heute nicht mehr. Deshalb war ich auch schon immer von der Bienenzucht begeistert. Ich habe extra am Freitag noch mal einen Kollegen angerufen, der
wahrscheinlich von allen Kollegen, die ich habe, am längsten Bienen überhaupt hat. Er hat schon über 40 Jahre Bienen. Allerdings als Wanderimker. Und er zieht mit dem Wagen rum, ist nicht sein Haupterwerb. Früher hatte er ja 80 Völker, jetzt hat er 50 Völker, ist eine ganze Menge. Er sagt, selbst in den Zeiten der DDR, als wir massiv Chemikalien eingesetzt haben und auch wesentlich schlimmere Chemikalien, wir haben ja zum Teil DDT eingesetzt, hat er, wenn er die Blühfolge, die Fruchtfolge beachtet hat, niemals Ausfälle in dieser Zeit gehabt. Heute, sagt er, hat er überhaupt keine Ausfälle mehr. Er zieht aber auch fünfmal um. Und er ist sowohl im Raps wie auch bei der Apfelblüte, speziell in Thüringen, Fahner Höhen und. Er sagt, er kann dieses Bienensterben bei sich überhaupt nicht nachvollziehen. Und sein Honig, den er auch vermarktet, der wird auch ständig überwacht und geprüft. Und er hat seit 1990 schon 12-mal Gold- und Silbermedaillen errungen. Also es ist seiner Meinung nach nicht nachweisbar, dass wir irgendwelche Stoffe im Honig drin haben. Wenn wir aber auf der anderen Seite trotzdem sehen, dass wir eindeutig einen Rückgang an Insekten haben, müssten wir uns doch vielleicht auch fragen, ob nicht andere Einflüsse noch dazu führen. Und deshalb meine Frage an die Bundesregierung, gibt es eigentlich Studien, die zum Beispiel Elektrosmog oder Infraschall oder Lichtverschmutzungen berücksichtigen oder beziehen wir uns auf der Frage, warum es weniger Insekten gibt, einzig und allein auf die Pestizide? Danke. Ja, die können auch gerne. Ja? BML dann, ja. BML, genau. Ja, guten Morgen zusammen. Es gibt in der Tat Studien, die belegen, dass es verschiedene Faktoren gibt, die auf das Insektensterben Einfluss haben und nicht nur die Pflanzenschutzmittel, sondern hier spielt vor allen Dingen die Verfügbarkeit von Habitaten, Futtermöglichkeiten für die Wildbienen vor allen Dingen auch und die Verbindung dieser Futtermöglichkeiten mit der Schaffung von Nistmöglichkeiten und so weiter eine große Rolle. Die Mauerbiene braucht zum Beispiel Ritzen in Mauern, wie der Name schon sagt, oder ersatzweise halt in Felsen oder anderen Dingen. Und zum Beispiel die Sandbiene, die braucht natürlich einen lockeren Boden, in dem sie ihre Nester anlegen kann, ihre Eiröhren anlegen kann. Und das ist natürlich bei befestigten Straßen und Wegen abnehmend. Das muss man sich natürlich klar machen. Insofern umfasst das Insektenschutzprogramm nicht nur die Pflanzenschutzmittel, sondern eben auch die Förderung von anderen Möglichkeiten der Ernährung und der Habitate. Gut, Ergänzungen? Ja, ich will nur ganz kurz ergänzen. Wir haben das offen. Es gibt eine Studie bisher, die versucht, allerdings ist das noch nicht ausreichend wissenschaftlich unterlegt, auch Auswirkungen von Windmühlen zum Beispiel auf Insekten zu prüfen. Da gibt es klare Hinweise, dass das vorhanden ist. Das ist aber wissenschaftlich noch nicht zu Ende geprüft. Aber wir nehmen uns dieser Sache auch an, weil hier müssten wir auch die Realität schlichtweg kennen, die uns noch nicht ausreichend bekannt ist. Vielleicht darf ich noch ergänzen, gerne, Herr Bronald, dass wir natürlich sehr unterschiedliche Faktoren haben. Das ist so. Aber es ist natürlich nicht zu bestreiten, dass es sehr erhebliche Auswirkungen gibt. Das geben auch die Studienlagen her, was die Pflanzenschutzmittel bzw. die Insektizide angehen. Da liegt mit Sicherheit auch der Schwerpunkt. Und trotzdem gibt es mit den vorher angesprochenen Blühstreifen, Biodiversitätsauflagen und so weiter natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, auch mehr zu tun. Und das haben wir auch vorgesehen in unserem Insektenschutzprogramm. Aber ich warne einfach davor, dass man versucht, sagen wir mal, es gibt auch sehr unseriöse Studien zum Beispiel über die Frage von Windkraft. Studie ist es gar nicht, und Insektensterben. Also ich finde, man muss da aufpassen, dass wir auch da nicht in so eine Leugnungsdebatte kommen, sondern dass man streng wissenschaftlich die verschiedenen Ursachen, die es gibt, auch wirklich überprüft und dann Maßnahmen ergreift, um dagegen vorzugehen. Vielen Dank. Dann für die Fraktion Die Linke, Frau Dr. Tackmann, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich beschäftige mich mit dem Bienensituation bei den Bienen schon sehr lange. Ich bin Epidemiologin und Tierärztin und bin deswegen da auch schon relativ lange mit beschäftigt. Und ich finde die Situation schon dramatisch. Und was ich vor allen Dingen problematisch finde, deswegen bin ich auch dankbar für die Petition, dass neue Erkenntnisse viel zu langsam auch in die politischen Entscheidungen einfließen und da die Zeit uns ein Stück weit wegläuft. Und dass viele Dinge da eben auch sehr widersprüchlich sind und von sehr, sehr vielen Faktoren beeinflusst sind. Wir haben mit multifaktoriellen Geschehen zu tun, aber das darf keine Ausrede sein, nicht an den Stellen, wo man handeln muss, dann auch wirklich zu handeln, und zwar schnell. Das zur Vorbemerkung, die erste Frage geht an Herrn Radetzky. Der Staatssekretär Stübgen hat ja gerade auf Thiaklopid noch mal abgehoben. Meines Wissens wurden ja gerade die Grenzwerte dort angehoben. Inwiefern ist denn da jetzt sozusagen dieser Sinneswandel, den er hier ankündigt, hat das was zu tun mit dem Thema heute, dass das Zulassungsverfahren nicht das prüft, was es eigentlich prüfen müsste? Denn dann hätte man ja das vorher möglicherweise gar nicht zulassen dürfen. Und welche Konsequenzen hätte das für Sie als in der Imkerei? Und an Professor Menzel die Frage, die Unabhängigkeit von Zulassungsverfahren ist ja im Zentrum der Auseinandersetzung. Wir hatten ja beim Glyphosat ganze Vorgänge, die dort sozusagen sehr merkwürdig waren, um es mal vorsichtig zu sagen. Können Sie mir aus Ihrer Erfahrung noch mal darlegen, wo aus Ihrer Sicht jetzt die Abhängigkeit besteht bisher und wo ganz zwingend notwendig ist, die Unabhängigkeit der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Bewertung herzustellen, welche Rahmenbedingungen Sie dafür brauchen? Vielen Dank. Dann der Petent und sein Begleiter, bitte. Ja, danke. Bei Thiaklopid, würde mich sehr freuen, wenn das Verbot und eine völlige Einschränkung kommt. Bin allerdings ehrlich gesagt recht skeptisch. Schließlich sind 50% der Insektizide, die wir haben, Modifikationen von Thiaklopid. Und Thiaklopid ist hochtoxisch, bezüglich subletaler Effekte sehr wirksam. Die Beispiele, die Herr Menzel ausgeführt haben, bezogen sich ja auf Thiaklopid. Und Thiaklopid ist regelmäßig in den Frühjahrshonigen zu finden, also in überwiegenden Honigen. Und 2017 wurde der zulässige Grenzwert angehoben um das Vierfache, um zu verhindern, dass die meisten deutschen Honige eben nicht mehr verkehrsfähig sind. Und das ist der Fall, obwohl diese Honige goldene Labels kriegen. Das, was die DLG an Goldmedaillen vergibt, die beziehen sich darauf, dass das Etikett gerade geklebt ist und der Honig nicht schäumt. Also die subletalen Effekte und die Rückstände in den Honigen werden in der Regel nicht untersucht. Wir hatten jetzt Glyphosat im Honig, gerade in Brandenburg vor wenigen Monaten, eine Überschreitung von weit hundertfacher Faktor über dem Lebensmittelgrenzwert. Der Honig wird entsorgt demnächst in der Müllverbrennung. Und wir hatten dasselbe schon mal 2016. Da haben wir mit Schriftsätzen uns an die Kommission, ans BVL und an das Landesamt Brandenburg gewandt. Und ich will Ihnen eine Notiz aus der Antwort der Kommission sagen. Also vom 27.06.2016 hat die Kommission mir geschrieben zu unserer Vorhaltung, dass wir ein Verbot der Anwendung von Glyphosat in jeglichen blühenden Pflanzenbeständen haben wollen, wegen der hohen Rückstände, die immer wieder auftreten. Und dann aus dem Kontext natürlich genommen, vielmehr obliegt es dem Imker, sich relevante Informationen über Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschaffen, bevor er seine Bienenstände in landwirtschaftlich oder anderweitig genutzten Flächen platziert. Wir haben einen Schutzanspruch versucht durchzusetzen. Und sagen Sie mir mal, wo man in Deutschland bei einem Flugradius mit 5 Kilometern sich als Imker aufstellen soll, ohne davon betroffen zu sein. Und die Solitären haben gar keine Chance, dem auszuweichen. Dankeschön. Aber jetzt zu einer ganz kurzen Antwort. Oder ist ja... Ja, ich will nur kurz sagen, die wissenschaftliche Basis ist natürlich immer so ein bisschen zweigespalten in diesem Zusammenhang. Auch die produzierende Industrie macht wissenschaftliche Publikationen und es gibt die unabhängigen Forscher. Und ich würde mich in dieser Zusammenhang vor allem auf die unabhängigen Publikationen beziehen. Und die haben eine ganz andere Sprache als die im Wesentlichen finanziert und gesponsert
von den produzierenden Firmen publiziert werden. Das muss man im Kopf behalten, aber ich kann Ihnen sagen, diese unabhängigen Forschungen sind außerordentlich breit gestreut, sind weltweit vertreten und sie sind in einer Weise objektiv und reproduzierbar, wie es kaum in einem anderen Gebiet der Fall ist. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Kollege Ebner, bitte. Danke, Herr Vorsitzender. Wir erleben ja seit Jahren immer wieder, dass die ökologischen und gesundheitlichen Folgen von Pestiziden in den Zulassungsverfahren nicht erkannt werden. Die Beispiele sind da schon sehr lang. Neonicotinoide sind eines der letzten Beispiele oder der vorletzten. Chlorpyrifos ist so eine aktuelle Frage. Das zeigt, dass wir tatsächlich mehr Transparenz, mehr Unabhängigkeit in den Zulassungsverfahren brauchen. Da spricht ja auch die Leopoldina oder das Umweltforschungszentrum in Leipzig und das Europäische Parlament genau auch in diese Richtung. Wir hatten vor Jahren eine öffentliche Anhörung im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages. Alle Experten waren sich damals einig über die Hauptursachen des Insektensterbens. Zum einen waren das die Strukturverluste in der Agrarlandschaft. Und der zweite Punkt, den Sie genannt haben, waren Insektizide, insbesondere die Neonicotinoide. Deshalb erstaunt mich auch die Aussage von Herrn Stübken über die Milchmädchenrechnungsgeschichte des Luftfahrtinstitutes. Die ist wissenschaftlich wirklich völliger Murks mit den Windrädern. Aber jetzt meine Frage, und zwar an die Petenten. Wir haben von subletalen Wirkungen gehört, insbesondere bei den Neonicotinoiden. Gibt es diese subletalen Wirkungen denn auch bei neueren Wirkstoffen, die noch nicht lange auf dem Markt sind und über die wir heute noch gar nicht lange reden? Das war die erste Frage. Die zweite Frage geht auch an die Petenten. Wir haben auch schon gehört von den Bienenleitlinien, den Bee-Guidance-Dokumenten, die jetzt sozusagen doch nicht in Kraft getreten sind, doch nicht angewendet werden und erneut evaluiert werden sollen. Was bedeutet diese Evaluierung dieser Bienenleitlinien und damit die erneute Verschiebung der vollständigen Anwendung dieser Prüfkriterien für die Gefährdung von Bestäubern? Vielen Dank. Herr Radetzky, bitte. Oder Dr. Menzel. Vielleicht kann ich auf die erste Frage antworten, denn sie bezieht zum Beispiel diese Substanz Sulfoxaflor. Und ausschließlich für die gibt es eine Untersuchung von einer unabhängigen wissenschaftlichen Gruppe, die subletale Effekte nachgewiesen hat. Die ganze lange Liste von über 15 neu in der Zulassung stehenden Insektizide sind in dieser Weise nicht untersucht, jedenfalls nicht so, dass sie in einer wissenschaftlichen Literatur, unabhängig von den geschwärzten Stellen der Berichte der produzierenden Firmen, zugänglich sind. Und das bedeutet natürlich, dass also eine Zulassung beantragt wird auf der Basis eines unvollständigen Kontrollsystems. Denn die subletalen Effekte sind ganz besonders gravierend, wenn die bestäubenden Insekten diesen Substanzen chronisch ausgesetzt sind, über längere Zeit. Oder in der Mischung mit anderen Substanzen, in einem Cocktailverfahren oder bei mehrmaliger Anwendung. Und das bedeutet, dass also die Zulassungsentscheidungen und die Verfahren, die dabei eine Rolle spielen, dass die verändert werden müssen. Und das kann man natürlich einmal auf die EFSA, auf die europäische Ebene heben. Man kann es aber auch auf unsere Ebene belassen. Und ich glaube, man sollte nicht zwischen den Ebenen sozusagen sich gegenseitig entschuldigen, dass da nichts passiert. Ergänzung? Ja, danke. Was bedeutet das, diese Verschleppung der konsequenten Umsetzung der Bee-Guidance? Also wir werden weiter massive Schäden in der Fläche haben, weil die neuen Stoffe zum Teil sogar noch problematischer sind. Und das Problem ist, dass
eigentlich eine Beweislastumkehr stattfindet zu Lasten der Umwelt. Denn solange die B-Guidance nicht da klar ist, die Industrie ja auch keine Sicherheit hat, wir haben ein Chaos in dem ganzen Zulassungsregime, solange keine B-Guidance da ist, gibt es keine Datenanforderungen an die Industrie, mit denen diese Schäden eventuell überhaupt erfasst werden können. Die Behörden müssten sich auf Ergebnisse abstützen, die von zivilgesellschaftlichen Organisationen, den wenigen frei finanzierten Forschern geleistet werden. Und da gibt es manchmal Qualitätsdefizite. Aber diese Studien müssten eigentlich dazu führen, dass man sieht, wir haben ein Problem, das muss geklärt werden. Und es ist in meinen Augen die Aufgabe der Kommission, wenn es um die Wirkstoffe geht und um die Fertigprodukte der zulassenden Mitgliedstaaten, dass dann umgehend die Hersteller verpflichtet werden, die Probleme aufzuklären. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann kommen wir zur zweiten Runde mit Hinblick auf die Uhr zu einer zügigen Runde. Ich habe nur eine Nachfrage jeweils an BMU und an die Petenten. Wir sind ja in einem Spannungsfeld zwischen der Landwirtschaft, die ja 82, 83 Millionen Menschen in Deutschland versorgen muss, die also sehr auch wirtschaftlich produzieren muss, auch einen Arbeitsplatzfaktor natürlich darstellt, gerade auch in ländlichen Regionen, und natürlich dem Schutz von Insekten auf der anderen Seite. Und deswegen diese Frage an mich, wenn wir jetzt quasi dazu kommen, dass wir sehr viel quasi die wirtschaftliche Nutzung von Landwirtschaft auch außerhalb der Nutzung von Insektiziden zurückfahren und dadurch quasi mehr Lebensmittel aus anderen Staaten einführen, die vielleicht geringere Standards haben als Deutschland, wie sich dieses Spannungsverhältnis auflösen lässt, wo wir keine Kontrollen haben, was ausgebracht wird, wo wir nicht wissen, in welcher Tiefe, und wir auch keine Kontrolle dadurch haben. Dieser Spannungsbogen ergibt sich für mich. Und da würde ich um eine kurze Beantwortung fragen, wie Sie diesen auflösen könnten. Vielleicht zuerst Herr Staatssekretär Brunhold, dann Herr Petent. Also ein Weg, erstens einmal will ich mal darauf hinweisen, dass auch die Landwirtschaft ein großes Interesse daran haben muss, dass es Bestäuber gibt und dass deswegen nicht immer nur ein Interessensgegensatz da ist, sondern dass hier auch Landwirtschaft und Naturschutz zusammengehen, weil ich will das Beispiel aus China nicht zitieren, wo dann von Hand bestäubt wird durch Menschen. Ich glaube, dieser Arbeitskräfteeinsatz in Deutschland wäre zu teuer. Das Zweite ist, dass wir auch wirklich dann hinschauen muss. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch hier, sind wir im Gespräch, auch mit der Landwirtschaft, zum Beispiel bei bestimmten Formen wie Hopfen oder auch andere Anbaukulturen, wo wir auch versuchen, einen Weg zu finden, wie man mit Biodiversitätsauflagen, mit anderen Einsatzformen und so weiter und so fort einen Ausgleich findet. Das muss auch praktisch passieren. Aber trotzdem muss es so sein, dass der Vorrang auch da ist, des Schutzes der Insekten, weil ohne das bedeutet es, dass wir auch andere Kreisläufe haben. Wir haben ja auch Insekten als Nahrungsquelle für Vögel. Also es trifft die ganze Biodiversitätskette. Und deswegen, glaube ich, sollte man nicht einen künstlichen Widerspruch machen, sondern deutlich machen, dass wir einen nachhaltigen Schutz brauchen und dass Biodiversität zum Schluss auch unser Leben schützt und nicht nur das der Insekten. Dependent. Vielleicht ganz kurz nur einen Satz. Ich würde ganz gerne Ihren Blick mal auf Frankreich richten. Dort gibt es eine hervorragende Studie, die über 10 Jahre gelaufen ist, bei der nur etwa 20% der üblichen Pestizideinsatzes zugelassen war für eine etwa 1000 Landwirte. Und es hat sich gezeigt, dass in 80% von diesen Fällen keine Reduktion der Produktivität oder des größeren ökonomischen Aufwands verbunden ist. Also das Argument, was Sie vorgetragen haben, dass dann die Produktivität heruntergeht und daher möglicherweise weniger gut kontrollierte Nahrungsmittel eingeführt werden müssen, das Argument kann man relativ leicht auf der Basis dieser wissenschaftlichen Untersuchungen zurückweisen. Okay. Vielen Dank. Fraktion der SPD noch Fragen? Herr Kollege Schiefner. Und zwar möchte ich noch mal nachfragen bei der Bundesregierung. Ich meine, Sie haben ja eben auch, Herr Staatssekretär Stübke, noch mal aufgezeigt, wie die Gemengelage ist auf europäischer Ebene in dieser Frage. Wie gehen Sie denn da jetzt weiter vor? Ich meine, wir müssen ja nun auch
im Sinne des Insektenschutzes, aber auch im Sinne der Landwirtschaft. Ich sehe da auch keinen Widerspruch. Müssen wir ja auch national uns da jetzt positionieren, wie wir an der Stelle weiterkommen. Man kann ja nicht sagen, wir sind uns nicht einig und da gibt es Unterschiede und jetzt legen wir die Hände in den Schoß, sondern was werden Sie da jetzt weiterhin konkret unternehmen? Und die zweite Frage, der Petent hat ja auch die Forderung in den Raum gestellt, dass alle Aufträge für regulatorische Studien zu Sicherheitsfragen im Voraus registriert werden müssen, damit sichergestellt wird, dass auch Antragstelleinsicht unerwünschter Studienergebnisse nicht unterdrückt werden können. Wie stehen Sie zu dieser Forderung? Danke. Für die Bundesregierung, Herr Stübgen, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Schiefner. Herr Kollege Schiefner, also wie geht es in der EU weiter? Wir haben als Bundesregierung nachhaltig, aber das war die gesamte Bundesregierung auch. Da gab es keinen Streit zwischen oder Auseinandersetzung, unterschiedliche Meinungen zwischen BMU und BMEL unterstützt, dass das Mandat an die EFSA erteilt worden ist für die Überarbeitung der Bienenleitlinie. Die EFSA hat die Arbeit an diesen Leitlinien aufgenommen. Es gibt noch keinen Zeitplan, aber während wir hier gerade tagen, tagt gleichzeitig das GOPAF. Also parallel zu unserer Tagung, die im Prinzip diese Vorbereitungen dafür machen. Das heißt, wir unterstützen die sorgfältige Prüfung auf EU-Ebene und stimmen den EFSA-Leitlinien gerade auch in der Überarbeitungsplanung zu. Das heißt, das ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir in der Sache vorankommen. Allerdings will ich auch mal einen Punkt nennen. Es ist mitnichten so, dass wenn schädliche Wirkstoffe verboten werden, das keine Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion hat. Das können Sie sich ganz genau anschauen im Rapsanbau und beim Zuckerrübenanbau. Da haben wir nicht nur erhebliche Ausfälle, wir haben teilweise Totalausfälle, weil es keine Substitute für die verbotenen Stoffe gibt. Das heißt, ich sage ja nicht, dass wir sie nicht hätten verbieten sollen. Aber wir müssen auch wissen, was das für Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat. Und hier müssen wir zu einem ausgewogenen Verhältnis kommen, denn für mein Haus ist ganz klar, die Ernährungssicherheit, die Ernährungssicherung soll zum großen Teil in Deutschland bleiben. Vielen Dank. Ja, Herr Dr. Menzel, vielleicht kurz ist gut. Eine kurze Antwort. In der Tat, die Studie, die ich erwähnt habe, die verbietet die Stoffe nicht, sondern sie reduziert sie auf 20%. Was bedeutet, diese Substanzen, Insektizide zum Beispiel, werden nur eingesetzt, wenn wirklich ein Schaden nachgewiesen ist. Und das hat keinen solchen drastischen Effekt, den Sie erwähnen. Gut. Dann können wir zur nächsten Frage kommen. Die des Kollegen. Ja, ganz kurz. Entschuldigung. Ja, das ist auch eine ganz kurze Antwort. Wir prüfen diesen Sachverhalt. Herr Kollege Wiele von der AfD-Fraktion, bitte. Ja, danke schön. Ich bin durchaus erstaunt, mit welcher Energie, wenn der Hinweis kommt auf die möglichen Einwirkungen von Windrädern auf Insekten, gleich versucht wird, das aus der Diskussion rauszuhalten. Das aber nur als Vorbemerkung angesichts der fortgeschrittenen Zeit, will ich mich auf eine Frage beschränken an den Petenten. Ich beziehe mich nochmal auf die Stellungnahme des BMEL, die Ihnen ja vorliegt. Und da ist ja auch einiges aufgeschrieben, was es an guter Laborpraxis und Untersuchungen über Querwirkungen etc. heute alles schon gibt, was Sie in Ihrer Petition ja auch anmahnen. Und deshalb möchte ich konkret noch mal nachfragen, welche Maßnahmen der Risikoprüfung für Wirkstoffe entspricht jetzt Ihrer Meinung nach nicht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand und warum? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Darf ich? Ja, bitte. Ja, die Bundesregierung bzw. das BML hat ja geantwortet, dass Richtlinien gegeben sind, aber das sind ja reine Dokumentationspflichten für einen qualifizierten Ablauf in jedem Labor. Das könnte auch eine Kosmetikfirma sein. Also das ist überhaupt nicht spezifisch orientiert,
die Richtlinie, die da erwähnt werden, auf unsere Agrarprobleme. Das, was die Untersuchungen leitet, sind die EPO-Standards. Und die sind ja gerade defizitär. Da werden ja die Probleme nicht erfasst. Deswegen waren ja die Neonicotinoide überhaupt am Markt und haben so lange Jahre Schäden gemacht, weil sie nach diesen Vorschriften untersucht worden sind, aber die subletalen Effekte nicht erkannt worden. Und dem soll ja die B-Guidance Abhilfe schaffen. Und wenn gerade gesagt worden ist, dass die Arbeit an der Guidance jetzt aufgenommen wurde und das gut weiter betrieben wird, dann möchte ich sagen, bitte, die korrekte Formulierung wäre, die Arbeit an der Neufassung der Guidance wurde aufgenommen. Die ursprüngliche B-Guidance, die abgeleitet war an den tatsächlichen faktischen Problemen in der Fläche, die wurde von der Kommission zurückgezogen. Die Kommission hat die EFSA gebeten, aufgrund des Drucks der Industrie und einiger Behörden von Mitgliedstaaten eine neue B-Guidance zu machen. Die ist abgeschwächt und das beklagen wir. Vielen Dank. Für die Fraktion der FDP, der Kollege Todenhaus, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen. Einmal an die Bundesregierung. Im Online-Forum des Petitionsausschusses schrieb ein Nutzer, auch vermeintlich bienensichere Insektizide können Bienen und andere Insekten töten, da sie sich in der Umwelt zu hochtoxischen Pestizidcocktails verbinden können. Diese Wechselwirkung von Pestizidcocktails spielen beim Zulassungsverfahren allerdings überhaupt keine Rolle. Wie ist das? Wird das geprüft? Kann man der Behauptung glauben? Und Frage an den Petenten. Ja, wie wollen Sie Bienen und andere wertvolle Insekten schützen und beim Pflanzenschutz gewährleisten, dass bei wachsender Weltbevölkerung ausreichende landwirtschaftliche Produkte hergestellt werden können? Wir reden vom Honig, aber genauso wichtig ist auch die Bestäubung. Wir sehen das in China, wie es dort Bestäubertruppen gibt, die Produkte bestäuben, weil es die Bienen und andere Insekten nicht mehr machen. Wie wollen Sie das gewährleisten? Bundesregierung, der Kollege Stübken. Ja, ich will, vielen Dank, Herr Vorsitzender, nur ganz kurz darauf hinweisen. Also die wissenschaftliche Prüfung vor Zulassung von Wirkstoffen oder Pflanzenschutzmitteln, da komme ich auch gleich noch auf Ihre Frage, die findet sehr intensiv statt und zwar immer mit großer Unterstützung von den deutschen Ressortforschungsinstituten. Da will ich nur darauf hinweisen, die gehören teilweise zu den besten der Welt. Und sie sind unabhängig. Die sind wesentlich unabhängig als sogenannte Unabhängige, weil die nämlich zu ihren eigenen Schlüssen kommen und die lassen sich von uns garantiert überhaupt nichts reinreden. Das will ich mal als Erstes bringen. Und gerade bei Pflanzenschutzmittelzulassung. Der Unterschied, worauf Sie hinweisen, in der Tat, das hat, ich sage mal, in den letzten Jahrzehnten in der Tat eine zu geringe Rolle gespielt. Das wird aber geändert. Es geht zum einen bei der EU auch über Scopaf und EFSA um die Zulassung von Wirkstoffen. Ja, wir reden gerade über neonicotinoide Wirkstoffe. Die werden niemals pur ausgebracht. Nachfolgend muss jeweils natürlich ein Pflanzenschutzmittel, was solche Wirkstoffe, aber auch andere enthält, zugelassen werden. Und hier gibt es in der Tat Erfahrung, dass eigentlich nicht so schädliche Wirkstoffe in einem bestimmten Cocktail zusammen zu einer Reaktion führen, die einfach die Wirkung des Pflanzenschutzmittels in einer Art und Weise verstärkt, dass es wieder eigentlich nicht zugelassen werden dürfte. So, wenn sowas auftritt, wird so ein Pflanzenschutzmittel vom Markt genommen. Das ist schon mehrfach passiert. Und jetzt wird auch verstärkt die Untersuchung, bevor, wie gesagt, zugelassene Wirkstoffe in einem Pflanzenschutzmittel im Cocktail zugelassen werden, die möglichen Auswirkungen stärker auch im Vorhinein zu wissen. Insofern ist es richtig, das war ein Problem der Vergangenheit. Wir sind aber dabei, das zu beheben. Vielen Dank. Der Petent, bitte. Ja. Herr Radetzky. Ja, die Frage des Abgeordneten ging ja drüber über die engere Thematik hinaus. Deswegen erlaube ich mir auch, wir sind gleich zu Ende, das auch zu tun. Die Frage ist aus meiner Sicht, wie können wir die Forderungen von Biodiversität und Agrarproduktion zusammenführen? Das ist zwingend notwendig, das ist global nötig und das braucht einen Systemwechsel. Wir brauchen nicht etwas weniger vom Schlechten, sondern wir brauchen einen Systemwechsel hin zu einer ökologischen Agrarproduktion. Und der Weltagrarrat, der hier noch nicht thematisiert worden ist, hat ja getagt.
und hat festgestellt, dass es kein Problem ist, die Weltbevölkerung mit ökologischer orientierter Produktion zu versorgen, auch die wachsende Bevölkerung nicht. Und ich bitte Sie herzlich, sich dieser Untersuchungen anzunehmen und die auch zu publizieren, wenn Sie das können. Leider ist da jetzt ja mehr nicht zu sagen in der Zeit. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke, Frau Dr. Tackmann, bitte. Meine erste Frage geht an die beiden Ministerien. Wir haben ja jetzt gehört, dass immer wieder auch Wirkstoffe zugelassen waren und dann doch wieder widerrufen werden musste und korrigiert werden musste, weil offensichtlich Dinge passiert sind, die nicht geprüft wurden, nicht Gegenstand der Prüfung war. Ist das nicht gerade die Aufforderung, sich das Zulassungsverfahren sehr, sehr genau zu überlegen und sehr, sehr genau zu korrigieren, genau an den Stellen, wo immer wieder auftritt, dass im Nachhinein, nach der Zulassung plötzlich Dinge aufgetreten sind, Probleme aufgetreten sind, die dann korrigiert werden mussten, weil bis dahin ist das ja der Schaden schon eingetreten. Und werden Sie diese Petition insofern aufgreifen, dass die Dinge, die hier angemahnt werden, ernsthaft betrieben werden? Und in welchem Zeitraum könnten Sie sich vorstellen? Und an die beiden Petenten, was passiert eigentlich, wenn die Petition jetzt nicht angenommen wird? Frau Dr. Tackmann, Sie haben jetzt jeweils eine Frage an beide Staatssekretäre gestellt und noch an den Petenten. Wollen wir eine Frage, ein Staatssekretär und einen Petenten? Na, dann kann das Umweltministerium antworten an die Petenten. Okay. Dann Herr Brunold und dann der Herr Radetzky. Also für das Zulassungsverfahren im engeren Sinn ist das BML zuständig. Ich will aber aufgreifend auf das, was Herr Kollege Stübken vorher gesagt hat, darauf hinweisen, dass es für die Zukunft gewährleistet werden muss. Erstens, dass man Wechselwirkungen stärker in den Blick nimmt. Und zweitens, das ist ja etwas, worüber wir derzeit ein bisschen unterschiedlicher Auffassung sind, dass wir auch die Auswirkungen auf Biodiversität im Wege von Auflagen in der Frage von Anwendungen, zum Beispiel vor Ort, dann auch festschreiben können. Und das kann aus unserer Sicht einen wichtigen Schutz leisten und einen wichtigen Beitrag leisten, um hier zu einer vernünftigen Praxis zu kommen und die Dinge zusammenzubringen. Vielen Dank. Herr Radetzky, bitte. Ja, wenn die Petition nicht aufgegriffen wird vom Ausschuss, werde ich selbstverständlich weiter an den Themen arbeiten. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das Thema Pestizide und die Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft, die ja durch den europäischen Förderrahmen vorgegeben sind, für die wir keinen Landwirt beklagen. Es ist eine politische Entscheidung, dass diese Themen, die Umweltschäden, die damit verbunden sind, die Bevölkerung mehr und mehr spaltet. Und es wäre ein dramatisches Signal für die Zivilgesellschaft, hören zu müssen, dass diese wirklich qualifizierten Anliegen kein Gehör finden. Vielen Dank. Die letzte Frage in dem ersten Teil der öffentlichen Sitzung von Herrn Ebner, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an die Bundesregierung, insbesondere an den Staatssekretär Herrn Stübken. Herr Stübken, Ihre Ministerin hat im Juli gesagt, die Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln zum Schutz der Insekten müsse schnellstmöglich an den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik angepasst werden. Und deshalb muss ich Sie jetzt schon noch mal fragen, was die Bienenleitlinien angeht. Warum dann die Bundesregierung in Brüssel genau zu dieser Zeit einer erneuten Aufschiebung der vollständigen Anwendung dieser Bienenleitlinien zugestimmt hat, wodurch dann genau dieser aktuelle Stand von Wissenschaft und Technik eben nicht erreicht wird und die Langzeiteffekte und Folgen für die Wildbienen für mindestens 2 Jahre weitestgehend unberücksichtigt bleiben. Das hat uns gerade der Herr Radetzky auch noch mal dargestellt. Also die Frage, warum? Die zweite Frage geht an das andere Ministerium, beziehungsweise wir haben ja auch die Einvernehmensbehörde bei den Zulassungsfragen des Umweltbundesamts da sitzen. Vielleicht können Sie von dieser Seite aus uns was sagen zu dieser Stellungnahme des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die wurde heute schon mehrfach angesprochen. Wenn wir diese Stellungnahme vom 15. Mai 2019 durchlesen,
kommen wir ja zum Eindruck, es ist alles in Butter. Alles ist schon längst erledigt, alles wird abgeprüft. Teilen Sie diese Einschätzung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, dass bereits viele der in der Petition enthaltenen Forderungen umgesetzt sind, insbesondere Ziffer 3 zu den Cocktail-Effekten oder Ziffer 1 zu den subletalen Effekten? Vielen Dank. Mit der Bitte um jeweils eine kurze Antwort, dann eine Staatssekretär Stübke in Anschluss an Kollegen Staatssekretär Brunold, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Ebner. Ich glaube, wir haben im Ausschuss auch schon mal darüber gesprochen. Also, der Hintergrund der Äußerung von meiner Ministerin Julia Klöckner war der, dass wir als Bundesregierung, das war allerdings auch gemeinsamer Stand, gerne den erarbeiteten Leitlinien der EFSA zugestimmt hätten. Die Kommission hat sie aber nicht zur Abstimmung gestellt, weil es keine Mehrheit, das ist übliches Verfahren in Europa, bei den Mitgliedstaaten dafür gab. So, und das war unsere Aufforderung zu sagen, wir müssen schnellstmöglich was machen, weil in der Tat, ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass uns neue Sachen aufgefallen sind, dass uns auch aufgefallen ist, dass wir in bestimmten Sachen vorher besser prüfen müssen. Die Bundesregierung ist der Auffassung, wir müssen hier unbedingt schneller werden. Allerdings ist Voraussetzung eine Mehrheit der Mitgliedstaaten. Und da setzen wir uns ein, dass wir in dieser Frage möglichst schnell vorankommen. Denn wir wollen, dass die Zulassungsverfahren in der Europäischen Union über die EFSA und SCOPEF also wirklich auf dem aktuellsten Stand von Wissenschaftlich und Technik ist. Und deswegen arbeiten wir daran, dass es diese Mehrheit möglichst bald im Europäischen Rat gibt. Vielen Dank. Herr Staatssekretär, bitte. Brunold. Ich freue mich erstmal, dass nicht nur über die Petition, sondern wie man aus meinem Heimatland Bayern sieht, auch durch ein Volksbegehren das Thema Bienen- oder Insektensterben breite Teile der Bevölkerung erreicht hat. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass dort eine ganze Menge neuer Maßnahmen vorgenommen werden. Die Petition richtet sich in weiten Teilen auf Dinge, die noch nicht geregelt sind. Und aus Sicht des Umweltministeriums ist es wünschenswert, dass wir auf den aktuellen Stand der Wissenschaft kommen, dass wir auch Wechselwirkungen entsprechend sind, dass es natürlich europaweit auch möglichst schnell Guidelines gibt, die wir dann umsetzen können und die dann einen besseren Schutz gewährleisten. Und ich glaube, auch aus vielen Gesprächen, die ich mit Landwirten zum Beispiel bei Sonderkulturen und so weiter geführt habe, dass es ganz wichtig ist, dass wir tatsächlich auch die Praxis uns anschauen und auch anschauen, welche Möglichkeiten, die Sie vorher angesprochen haben, es auch in einer anderen Anwendung sozusagen von Pflanzenschutzmitteln gibt, weil für bestimmte Sorten ist es tatsächlich schwierig, komplett darauf zu verzichten. Aber dort muss es auch gelingen, Biodiversität zu schützen und zu einer anderen Logik auch in der Landwirtschaftspolitik zu kommen. Vielen Dank. Damit kommen wir zur Ende der ersten Teil unserer öffentlichen Sitzung zum Thema Tierschutz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Petenten, Herr Radetzky, und seiner Begleitung, Professor Dr. Menzel. Ich unterbreche die Sitzung für 5 Minuten, um notwendige Umbaupausen vorzunehmen. Insbesondere die Zuschauer, die nicht an der weiteren Beratung teilnehmen möchten, bitte ich jetzt zügig, die Tribüne zu verlassen, um den Zuschauern, die nachfolgende Petition mitleiten wollen, die Möglichkeit zu geben, Platz zu finden. Ich bedanke mich bei den Herren Staatssekretären und wir unterbrechen diese Sitzung für 5 Minuten.
Nicht erschreckend da oben. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit ist die unterbrochene Sitzung wieder aufgenommen. Ich rufe auf das zweite Thema unserer heutigen Sitzung, die Petition zum Thema Umsatzsteuer, Besteuerung von Periodenprodukten. Willkommen heiße ich zunächst ganz herzlich die Petentin, Frau Sarah Schulte. Sie wird begleitet von Frau Röders-Arnold. Darüber hinaus begrüße ich an alter Wirkungsstätte, kann man sagen, aber in neuer Funktion die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen, Frau Sarah Riglewski. Im Hinblick auf die neuen zugekommenen Besucher auf der Tribüne der Hinweis, dass die heutige Sitzung im Parlamentsfernsehen übertragen wird und ab 17 Uhr dort zu sehen ist. Die Aufzeichnung wird nachfolgend dauerhaft auf den Seiten des Bundestages zur Verfügung gestellt. Zudem darf ich noch kurz skizzieren, dass zunächst die Petentin die Möglichkeit für ein 5-minütiges Eingangsstatement erhält und nachfolgend die Ausschussmitglieder in mehreren Runden Fragen stellen. Entweder an die Petentin oder an die Frau Staatssekretärin mit der Bitte um jeweils unmittelbare Antwort. Ich möchte darauf hinweisen, dass Mobiltelefone auszuschalten sind, Beifalls- oder Missfallensbekundungen auch davon abzusehen ist und auch die Aufzeichnung von privaten Bild- und Tonaufnahmen nicht gestattet ist. Nach diesen kurzen Vorbemerkungen darf ich nun Frau Schulte um ihr Eingangsstatement bitten. So, hallo? Hallo. ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete und liebe Gäste. Im Schnitt haben Menstruierende etwa 40 Jahre lang 5 Tage im Monat ihre Periode. Das macht insgesamt rund 2400 Tage. Es ist also davon auszugehen, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung 6,5 Jahre ihres Lebens blutet. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es ihr gefällt oder nicht. Ich wende mich heute im Namen der über 80.000 Unterzeichnenden an Sie, die sich mit der Unterstützung unserer Petition für mehr Gleichberechtigung in Deutschland stark gemacht haben. Worum geht es uns? Wir fordern den ermäßigten Steuersatz von 7% auf Periodenprodukte, da die bisherige Regelung unserer Meinung nach Menstruierende aller gesellschaftlichen Schichten und finanzieller Hintergründe systematisch diskriminiert. Wenn wir an Gleichberechtigung denken, denken wir vielleicht zuerst an gerechte Aufteilung von Elternzeit, an geschlechtsspezifische Lohnunterschiede oder an den prozentualen Anteil von Frauen in Führungspositionen. Aber auch an die zu hohe Besteuerung von Periodenprodukten. Denn bei Periodenprodukten handelt es sich um Produkte, die ausschließlich Menstruierende benötigen. Eine Gesellschaftsgruppe, die zu allem Überfluss zumeist ohnehin weniger verdient und durch wirtschaftliche Phänomene wie die Pink Tax finanziell stärker belastet wird. Wir sind nicht die Ersten, die diesen Vorstoß wagen. Neben einer sehr erfolgreichen Change.org-Petition, die bereits fast 190.000 Unterschriften sammeln konnte, gab es ebenfalls schon Petitionen, die sich, wie unsere, an den Petitionsausschuss richteten. Abgesehen davon, dass sie das Quorum nicht erreichten, wurden sie von diesem Ausschuss abgewiesen. Das Hauptargument: Petenten würden mit ihrem Anliegen eine Minderung des Verkaufspreises im Einzelhandel erreichen wollen. Dies könne aber durch eine Senkung der Mehrwertsteuer nicht garantiert werden. Hierzu sagen wir: Wir sehen das Problem als ein viel grundsätzlicheres. Die Periode ist unausweichlich. Demnach sollten die Produkte, die hierfür zwingend benötigt werden, unbedingt als Grundbedarf angesehen werden. Und dazu gehört eine entsprechende Besteuerung. Zusätzlich sollte ein Versagen der Marktwirtschaft, wie es bei der ermäßigten Besteuerung von Hotelzimmern 2010 zu beobachten war, kein Grund für die Politik sein, die Hände in den Schoß zu legen. Wir haben außerdem Rücksprache mit zahlreichen Händlern und Herstellern gehalten, die uns zugesichert haben, eine mögliche Ermäßigung an Verbraucherinnen weiterzugeben. Ein entsprechendes Statement können wir Ihnen im Anschluss auf Nachfrage gern vorlegen. Ein weiteres gern genutztes Gegenargument ist der Hinweis darauf, dass weitere branchenspezifische Einzelbefreiungen ein bereits sehr kompliziertes Steuersystem weiter verkomplizieren könnten. Aber eine Mehrwertsteuerreform, die auch wir begrüßen würden, ist derzeit nicht in Aussicht. Und wenn Schnittblumen und Rennpferde ermäßigt besteuert werden, muss das Gleiche für Periodenprodukte gelten. Denn die reguläre Besteuerung von Hygieneprodukten, welche ausschließlich Menstruierende benachteiligt, ist eine klare und systematische Diskriminierung, die wir so nicht akzeptieren können und wollen. Dabei wäre es möglich, diese Ungerechtigkeit abzuschaffen. Laut Aussage des Bundesministeriums der Finanzen ist eine ermäßigte Besteuerung von Periodenprodukten nach EU-Vorgaben zulässig, aber nicht zwingend. Und man habe im Rahmen einer Gesamtabwägung entschieden, von der Möglichkeit zur Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für Hygieneprodukte insoweit keinen Gebrauch zu machen. Die Weichen sind also gestellt, um diesen offensichtlichen Sexismus im Mehrwertsteuersystem auszuräumen. Man entschied sich bisher nur dagegen. Das darf nicht sein. Oder, um es mit den Worten des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama zu sagen:
Ich habe keine Ahnung, warum Bundesstaaten diese Produkte als Luxusgüter besteuern. Ich nehme an, es liegt daran, dass Männer an der Macht waren, als diese Gesetze gemacht wurden. International ist man uns in vielen Ländern einige Schritte voraus. Die kanadische Regierung beschloss bereits 2015, die sogenannte Tampon-Tax abzuschaffen. Kolumbien und Indien folgten 2018. In Frankreich und Spanien wurde die Steuer nach Protesten gesenkt. Und Schottland verabschiedete im letzten Jahr einen 5,2 Millionen Pfund Plan, der 395.000 Schülerinnen und Studentinnen im Land Hygieneartikel frei zugänglich machen soll. Es ist Zeit nachzuziehen und zu zeigen, dass Deutschland verstanden hat, dass Gleichberechtigung in allen Bereichen der Politik Einzug halten muss. Das sind wir uns und unserer Vorbildfunktion als einer der führenden Industriestaaten schuldig. Wir begrüßen deshalb den Vorstoß von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, eine Ermäßigung in den Entwurf des neuen Jahressteuergesetzes aufzunehmen, ausdrücklich. In einer ersten Anhörung im Finanzausschuss vergangene Woche hieß es von Seiten des Sachverständigen der Bundessteuerberaterkammer, dass aus Sicht eines Steuerpraktikers nichts dagegen spreche, wolle die Regierung eine entsprechende Ermäßigung umsetzen. Die Tore stehen also offen. Nun ist es an der Zeit, die ermäßigte Besteuerung von Periodenprodukten ins Ziel zu tragen und damit einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Gleichberechtigung zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schulte, für Ihren Vortrag. Nun haben die Fraktionen das Wort. Herr Kollege Berders für die CDU-CSU-Fraktion, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Wendt. Frau Schulte, Frau Röders-Arnold, ich finde es toll, dass Sie heute da sind. Und ich finde es noch viel besser, dass Sie diese Petition eingebracht haben. Denn wir legen hier im Petitionsausschuss nicht die Hände in den Schoß, wie Sie es auch gerade eben gesagt haben, sondern wir wollen handeln, beziehungsweise wir wollen dieses Thema jetzt auch weitergeben. Deswegen bin ich froh, dass Sie diese Petition eingereicht haben und kann Ihnen auch nur ganz persönlich sagen, dass es bei mir zu Hause in Diskussion mit meiner Frau, obwohl wir immer sagen, wir wollen nicht viel über Politik reden, wenn ich zu Hause bin, aber dieses Thema dieser Petition um Periodenprodukte hat doch auch im Hause Bjadats für viel Diskussion gesorgt. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie auch da bei mir einige Synapsen haben wieder aktivieren können, auch beim Einkaufen darauf zu achten, wie viel kosten denn die Binden, wie viel kosten die Tampons und wie viel kosten denn Menstruationstassen. Ich glaube, da sollten sich gerade auch, weil ich ein Mann bin, auch immer wieder mal öfters darüber sich Gedanken machen, wenn man dann auch unterwegs ist beim Einkaufen. Deswegen herzlichen Dank für Ihre Petition und kann Ihnen auch nur sagen, im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass wir dieses Thema sehr gerne und auch sehr wohlwollend aufgenommen haben und es auch jetzt gerne umsetzen möchten. Deswegen zwei Fragen, einmal an Sie, Frau Schulte. Weil ich glaube, es auch ein wichtiges Thema ist, das Thema der Periode in unserer Gesellschaft ist häufig, manchmal immer noch ein Tabuthema. Haben Sie jetzt schon gemerkt in den letzten Wochen und Monaten, dass wir auch dieses Tabu ein bisschen durchbrochen haben, gerade Sie mit Ihrer Petition? Vielleicht könnten Sie uns dazu kurz was sagen. Und an die Seite der Regierungsbank, Frau Rüglewski, könnten Sie uns denn noch mal mitteilen, ob es denn auf EU-Ebene rechtlich möglich ist, diesen Mehrwertsteuersenkung dann auch so durchzusetzen, dass wir das auch in deutsches Recht umsetzen können? Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Berlatz, auch für diesen sehr alltagspraktischen Einblick. Dann jetzt die Frau Schulte zunächst das Wort, bitte. Ja, auf jeden Fall. Also die Periode ist ein sehr tabuisiertes Thema in der Gesellschaft, da haben Sie absolut recht. Wir haben aber auch schon auf jeden Fall gemerkt, dass in den letzten Jahren und insbesondere jetzt durch die Petitionen Plural, die in den letzten Jahren eingereicht wurden, da sehr viel passiert ist. Ich glaube, am Tag, an dem wir mit unserer Petition durch waren, an dem die Mitzeichnungsperiode vorbei war und klar war, wir haben das Quorum erreicht und zwar locker, wir haben hinterher nachgezählt im Pressespiegel 300 Berichterstattungen ungefähr, die in den ersten paar Tagen nach der Ende der Mitzeichnungsfrist schon passiert waren. Da kamen noch viel mehr dazu. Und ich würde sagen, wenn die Periode auf dem Instagram-Kanal der Tagesschau besprochen wird, kann man sagen, dass das Tabu zumindest mal angekratzt wurde. Ja. Vielen Dank. Frau Staatssekretärin Rüglewski, bitte.
Ja, ich kann erstmal auch vielen Dank von meiner Seite für die Petition. Ich kann mitteilen, dass das auch EU-rechtlich möglich ist. Es ist ja so, das hat die Petentin ja auch schon angesprochen, dass wir insgesamt beim Thema Umsatzsteuer keine wirkliche Systematik haben. Es ist bei der Einführung des nationalen Mehrwertsteuersystems im Jahr 1968 hat es halt eine Abwägung gegeben, welche Warengruppen sollen unter den ermäßigten Mehrwertsteuersatz fallen. Und da sind allgemeine Hygieneprodukte dem normalen Mehrwertsteuersatz zugeordnet worden. Und das war eben halt auch für Produkte der Monatshygiene der Fall. Und 1992 wurde dann in den europarechtlichen Vorgaben für die Umsatzsteuer, das ist die sogenannte Mehrwertsteuerrichtlinie, ausdrücklich die Möglichkeit vorgesehen, für Tampons, Binden oder ähnliche Produkte der Monatshygiene auch den ermäßigten Mehrwertsteuersatz vorzusehen. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion der SPD. Frau Kollegin Möller, bitte. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Liebe Frau Schulte, liebe Frau Rödinger-Arnold, auch von unserer Seite aus vielen Dank für diese Petition, die wir mit sehr viel Wohlwollen begleitet haben bisher. Wie man bisher sehen konnte, hat ja die Unterstützung für die Petition gezeigt, dass es eigentlich ein großes Thema nicht nur in der Familie Biadasch ist, sondern eben auch in weiteren vielen Familien oder auch Einzelhaushalten, dass es eben ein Thema ist, was viele Frauen und viele anhängige Personen doch stark beschäftigt, weil es eben von großer Bedeutung ist, man an einem sehr konkreten Beispiel festmachen kann, wo es zu einer finanzpolitischen Benachteiligung von Frauen kommt oder wie Sie es ausdrücken in der Petition, zu einer strukturellen Benachteiligung. Ich möchte nur, wenn ich diesen Enthusiasmus der CDU-Fraktion jetzt gerade nutzen kann, noch einmal darauf hinweisen, dass es natürlich noch ein bisschen mehr im Bereich der Gleichstellung, der finanzpolitischen Gleichstellung auch gibt. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir bei Entgelttransparenz noch über viele Dinge gemeinsam sprechen müssen, dass wir auch noch über das Gender Pay Gap sprechen können und dass wir natürlich auch noch über die ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie in diesem Zusammenhang streiten können, weil es eben im Bereich von Gleichstellung noch viel, viel zu tun gibt. Ich möchte aber noch mal zurückkommen auf die Petition und zwei Fragen stellen. Eine Frage an das BMF und eine Frage an Sie als Petentinnen. Erstmal gab es ja in der Frage an das BMF, es gibt ja eine Schätzung bei einer vollständigen Weitergabe der Steuersenkung, dass die Entlastung pro Frau und Jahr zwischen 1 bis 6 Euro liegt. Wie hoch wäre denn dann nach Einschätzung des BMF überhaupt der geschätzte finanzielle Ausfall einer solchen Mehrwertsteuersenkung? Denn das wird ja oftmals als Argument ins Feld geführt. Eine Frage an die Petentinnen, an die Petentin und die Begleitung. Haben Sie im Rahmen Ihrer Petition eigentlich mit den Herstellern oder Händlern Kontakt aufgenommen, um das Argument entkräften zu können, dass häufig gesagt wird, ja, die Reduktion würde ja gar nicht an die Konsumentinnen weitergegeben. Das würde mich sehr interessieren. Damit würde man ja dieses Argument auch etwas entkräften können. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann zunächst Frau Staatssekretärin Riglewski, bitte. Ja, Frau Müller, vielen Dank für die Frage. Wir haben das natürlich mal nachgerechnet, weil es ja auch im Zuge der Beratung zum Jahressteuergesetz eine Formulierungshilfe geben soll, damit das Ganze auch am Ende umgesetzt wird. Und da stellen wir natürlich auch den finanziellen Mehraufwand dar. Nach unseren Schätzungen ist das mit Steuermindereinnahmen in Höhe von 35 Millionen Euro verbunden, also ein vergleichsweise geringer Betrag, natürlich vorausgesetzt, die Unternehmen geben den Vorteil der Steuerermäßigung auch vollständig an die Verbraucherinnen weiter, was wir sehr begrüßen würden. Vielen Dank für diese kurze Antwort, das gefällt uns. Dann die Petentin Frau Schulte bzw. ihre Begleitung. Ja, danke für die Frage. Natürlich haben wir uns mit der Frage vorher auseinandergesetzt und waren in Kontakt mit vielen Herstellern. Wir haben eine Erklärung zur Senkung des Mehrwertsteuersatzes, also zur Weitergabe der Steuerentlastung von 4 Bio-Tampon-Herstellern. Wir haben aber auch entsprechende positive Kommentare von vielen Händlern. Wir haben eine positive Antwort von Aldi bekommen, von Rossmann, von Butni, dessen Geschäftsführer sogar die Petition selbst unterzeichnet hat. Und Sie können sich vorstellen, dass es relativ schwierig ist, in dem Bereich Unterschriften zu ergattern. Aber ich habe tatsächlich die Unterschrift vom Geschäftsführer von DM Drogeriemarkt, das ist der größte deutsche Drogeriemarkt, bekommen, dass auf jeden Fall die Steuererleichterung in dem Bezug auf die Periodenprodukte an die Kunden, Kundinnen weitergegeben wird. Also kann ich Ihnen gerne auch im Anschluss überreichen. Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD, Herr Huber, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die erste Frage wäre direkt an die
Frau Schulte, der Petentin gerichtet. Wir als AfD-Fraktion, wir befürworten natürlich generell Steuersenkungen, solange es der Allgemeiner zugutekommt. Und in dem konkreten Fall würden wir auch sagen, Sie haben die Zahlen genannt, eine Frau hat im Leben über 400 Monatszyklen, dass hier wirklich ein wirklich prägnanter Fall vorliegt, wo wir was machen müssten. Und deswegen halten wir es in dem Fall auch für geboten, etwas zu tun. Jetzt ist aber natürlich die Frage bei der Umsetzung. In den Stellungnahmen auch der Ministerien haben wir gelesen, was Sie gefordert haben, ist so nicht ganz richtig, weil das Umsatzsteuerrecht nicht zwischen Geschlechtern unterteilt und auch nicht differenziert und auch nicht benachteiligt. Das ist auch immer ein Kritikpunkt gewesen, warum eine vorige Petition abgelehnt wurde. Vor dem Hintergrund möchte ich Sie fragen, wie wir es oder wie Sie es auch zu dem Sachverhalt, wie Sie dazu stehen, dass wir auch Hygieneprodukte, die für Männer gebrauchbar sind, dass man die auch senkt von 19% auf 7%, auch vor dem Hintergrund. Ich glaube, ich habe richtig recherchiert, wenn Sie beim Startup Einhorn involviert sind, dass er auch für vegane Kondome bekannt ist. Und die zweite Frage wäre dann an das Ministerium für Finanzen. In der Stellungnahme vom Juli haben Sie die Petition im ersten Schritt abgelehnt oder die Empfehlung ausgesprochen, die Petition abzulehnen. Jetzt gab es aber eine Kehrtwende und Sie haben es bereits gesagt, Olaf Scholz, jetzt nochmal im Oktober hat es an die Öffentlichkeit gebracht, tritt jetzt schlussendlich als Finanzminister ein, diese Steuer zu senken, den ermäßigten Umsatzsteuersatz eben einzuführen. Ganz konkrete Frage, wie kam die Kehrtwende zustande? Vielen Dank, Herr Huber. Dann zunächst Frau Schulte, bitte. So. Ja, also wie gesagt, wie bereits im Eingangsstatement ja auch schon genannt, eine allgemeine Reform des Systems würden wir so auch befürworten, weil da noch sehr viele mehr Punkte drin sind. Babywindeln, Kondome, andere medizinische Produkte, bei denen man sagen würde, sehe ich jetzt irgendwie auch nicht. Aber wir können... Ich kann ja hier nicht mit einer Petition ankommen, die alles abdeckt und sagen, ich finde alles doof, machen Sie mal anders. Wenn jemand eine Petition einreichen würde, um die ermäßigte Besteuerung von Babywindeln zu fordern, würde ich die sofort unterschreiben. Aber das ist ein Punkt, den ich auch nicht so argumentieren kann, weil ich selber keine Mutter bin und da nicht, dass das so eindringlich rüberbringen könnte, wie vielleicht bei etwas, was ich selber erlebe. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wenn Sie jetzt zum Beispiel Kondome spezifisch ansprechen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig rausgehört habe, dass Sie damit sagen wollten, dass es ja nicht das Einzige wäre, was nur ein Geschlecht benachteiligt, aber also Kondome kaufen ja nicht nur Männer. Das ist aufgeteilt. Die meisten Produkte werden von sowohl Männern als auch Frauen gekauft und Monatshygieneprodukte nur von Menstruierenden. Und deswegen sagen wir, es ist in dem Fall eine sehr spezifische, sagen, geschlechterspezifische Benachteiligung. Beantwortet das Ihre Frage? Ja? Okay. Vielen Dank. Sie ist unausweichlich, soll ich nur sagen. Wir können dazu noch in der zweiten Runde nachfragen, ebenfalls. Frau Riegel-Lewski, bitte. Ja, Herr Huber, in Ihrer Frage und auch in der Antwort der Petentin liegt auch schon ein Stück weit die Antwort auf die Frage. Es ist so, dass das Mehrwertsteuersystem in Deutschland insgesamt sehr unübersichtlich ist. Wir haben eine ganze Reihe von Produkten, wo wir alle sagen würden, das wäre durchaus sinnvoll, auch einen ermäßigten Steuersatz anzuwenden. Es ist aber schwierig, eben genau da eine stringente Lösung zu finden. Also wir haben beispielsweise ja nicht nur Kondome, sondern wir haben Arzneimittel, die auch mit 19% besteuert werden. Dann haben wir die bekannten Schnittblumen oder ich sage es nochmal, die Hotelübernachtungen, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. Es gibt keine wirkliche Systematik. Wir haben auch immer wieder eine Diskussion darüber, was ist eigentlich beispielsweise mit Kindernahrung. Da hat die AfD, glaube ich, neulich mal einen Antrag auch zu eingebracht, wo man schauen muss, es ist so, dass Lebensmittel ja grundsätzlich dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. Die Frage der Abgrenzung eine Problematik ist. Deswegen sind wir da grundsätzlich erstmal eher zögerlich gewesen, weil wir gesagt haben, eigentlich kann es nicht darum gehen, immer weitere Ausnahmen zu schaffen, sondern eigentlich müsste man gucken, dass man das System vom Kopf auf die Füße stellt. Nichtsdestotrotz ist es so, wie die Petentin gesagt hat, dass es natürlich Punkte gibt, wo die Ungerechtigkeit des Ganzen oder
besonders deutlich wird. Und hier ist natürlich dieser Aspekt, dass es hier wirklich nur ein Geschlecht trifft, die diesen erhöhten Mehrwertsteuersatz zahlen muss, einfach etwas gewesen, wo wir auch dazu gesagt haben, da denken wir drüber nach. Wenn das der politische Wille ist, der von allen Fraktionen auch geteilt wird, dann stehen wir dem auch nicht im Wege. Nichtsdestotrotz bleibt das System natürlich ein Stück weit unsystematisch. Wenn wir uns alle hier gemeinsam darauf verständigen, das Ganze systematisch anzugehen, wären wir da sicherlich auch offen. Aber ich glaube, dann werden wir hier sehr lange diskutieren. Und deswegen haben wir uns sowohl von den Fraktionen im Deutschen Bundestag und außerparlamentarisch überzeugen lassen, hier zu sagen, das machen wir mit. Und es wird ja so sein, dass es im Jahressteuergesetz eben halt auch etwas ist, was auch aus der Mitte des Bundestages kommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann für die Fraktion der FDP, Kollege Ebbing, bitte. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus für die Petition. Und um es mal gleich vorweg zu sagen, wir sind da vollkommen auch bei Ihnen. Das ist einfach eine Sache, die genauso dringend und auch genauso schnell eigentlich umgesetzt werden sollte, wie auch die Reduzierung von der Mehrwertsteuer auf Babynahrung. Sie hatten es angesprochen, ich weiß, das ist auch in Ordnung. Sie stehen halt für Ihr Thema. Und ich fände es wunderbar, dass wenn wir diese Petition, auch die Öffentlichkeitswirksamkeit, dafür verwenden würden, dass wir tatsächlich nicht nur sozusagen die Mehrwertsteuer auf Hygieneartikel senken, sondern eben insbesondere auf Babynahrung. Denn es macht einfach keinen Sinn, dass meine Katze einfach für 7% essen darf, aber meine Kinder halt für 19%. Aber da sind wir, glaube ich, das haben Sie schon gesagt, ganz einer Meinung. Was ich einfach ein bisschen sagen möchte, ist, ich finde es gut und auch wichtig, dass Sie das einbringen, was aber nicht bedeutet, dass es bei der damaligen Sache eine Diskriminierung der Frauen war. Wir haben so viele Unregelmäßigkeiten in der Einführung gehabt. Das ist überhaupt nichts mit Mann und Frau zu tun, sondern es ist einfach, glaube ich, dem Umstand geschuldet, dass auch man damals noch gar nicht wusste, wie das einfach so weiterläuft. Und deshalb ist es ganz wichtig, und deswegen auch meine Frage an die Staatssekretärin, kann man nicht tatsächlich wirklich diese Aktionen nehmen, um mal das Mehrwertsteuersystem, insbesondere die Ausnahmen, einfach mal grundlegend durchgehen. Wir von der FDP, wir haben durchaus Erfahrung mit einer Einzelfallgerechtigkeit, die, wie einige wissen, uns zu Unrecht auf die Füße gefallen ist vor ein paar Jahren. Von daher meine Bitte, ist das nicht tatsächlich eine Möglichkeit? Dann haben wir den Staatssekretärin, Frau Rudlewski. Die Staatssekretärin, aber Herr Ebbing, ich habe ja gerade die Einladung ausgesprochen. Ich glaube, wenn wir hier einen Konsens finden, wie wir dieses Mehrwertsteuersystem insgesamt gerechter machen können, dann sind wir die Letzten, die sich dem verschließen. Das Thema mit den Ausnahmen haben Sie ja gerade selber angesprochen. Ich glaube, über das, was Ihnen da auf die Füße gefallen ist, da gibt es auch genug Leute, die sagen, das war jetzt vielleicht auch der falsche Punkt, wo man die Mehrwertsteuer gesenkt hat. Also da sieht man aber auch, wie schwierig das Ganze ist, hier auch zu einer Einigung und einem Konsens zu kommen. Ich möchte allerdings mit einer Legende aufräumen. Die Babynahrung, auch wenn das sehr plakativ ist hier mit Ihrem Schappi, die Babynahrung unterliegt dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz wie alle Nahrungsmittel. Da wird nicht differenziert zwischen Nahrung für Babys oder für ältere Menschen. Der einzige Punkt, wo es Abweichungen gibt, sind Getränke. Also bei Getränken ist es halt so, dass die meisten Getränke tatsächlich dem höheren Mehrwertsteuersatz unterliegen. Aber bei Nahrung an sich ist es, bei Nahrungsmitteln an sich ist es so, dass die mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz belegt sind. Und vielleicht nochmal, um das Ganze auch nochmal ein bisschen einzuordnen, es wird ja teilweise beim erhöhten Mehrwertsteuersatz immer von einer Luxussteuer gesprochen. Das ist eben halt mitnichten so. Es gibt in der Tat, und das zeigt halt die Unsystematik natürlich auch, dass eine ganze Reihe von Produkten, Arzneimittel sind schon genannt worden, Brillen gehören beispielsweise auch dazu, eben dem erhöhten Mehrwertsteuersatz unterliegen. Und in der Tat, also wir sind da für Vorschläge der Fraktionen offen, wie man das Ganze auch tatsächlich bereinigen kann. Und von daher gerne,
machen Sie Vorschläge dafür. Vielen Dank. Ich sage mal noch das Thema Weihnachtsbaum, auch ein sehr kompliziertes. Ja. Mit 3 oder 4 verschiedenen Steuersätzen sogar. Frau Kollegin Möhring, bitte. Ja, vielen Dank. Ich finde es ja eigentlich völlig absurd, dass auf Periodenprodukte nicht schon lange der ermäßigte Steuersatz fällt, wenn man sich mal die lange Liste der Produkte anguckt, die alle mit 7% besteuert werden. Und Menstruieren gehört nun wirklich zum Alltag, zumindest der Hälfte der Menschheit, und sind notwendig, das muss man vielleicht der anderen Hälfte auch manchmal sagen, um an diesen Tagen am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Ich vermute auch, dass es ein Grund war, warum Periodenprodukte nicht mit 7% besteuert sind, dass die Herren des Steuerrechts, die Väter des Steuerrechts vielleicht nie ihre Tage hatten. Aber ich habe erstmal eine Frage an die Petentin. Sie schreiben ja in Ihrer Petition und haben das auch eben im Eingangsstatement bereits auch gestreift, dass es in erster Linie eben nicht um eine Preisreduzierung geht, sondern um ein grundsätzliches Problem, nämlich eine systematische Diskriminierung. Und in der Stellungnahme des Finanzministeriums heißt es aber, eine steuerliche Diskriminierung lasse sich nicht herleiten. Nun hören wir ja auch viele, auch hier viele Vorschläge, was jetzt alles auch noch ermäßigt werden soll. Und ich würde gerne von Ihnen noch mal vor diesem Hintergrund genauer ausgeführt bekommen, warum es aus Ihrer Sicht eine systematische Diskriminierung ist. Und an das BMF hätte ich in dem Zusammenhang auch die Frage, Sie haben ja tatsächlich in Ihrer Stellungnahme gesagt, dass Sie eine klare und systematische Diskriminierung nicht sehen können, wurde eben schon gefragt oder bemerkt, dass Sie erfreulicherweise davon abgerückt sind. Mich würde doch noch mal hören, warum Sie von dieser Einschätzung abgerückt sind und wann denn jetzt im Jahressteuergesetz, wenn ich das richtig verstanden habe, die Reduzierung kommen soll. Vielen Dank. Frau Schulte, bitte. Ich glaube, was wir dabei richtigstellen sollten, ist, dass wir natürlich niemandem vorwerfen wollen, dass er bewusst hingegangen ist und gesagt hat, ich diskriminiere jetzt mal Menstruierende in meiner Steuer. Sondern dass es darum geht, dass es, wie gesagt, ausschließlich Menstruierende betrifft. Und natürlich kann man nur Thesen aufstellen, die haben Sie gerade auch schon gestreift. Ich glaube tatsächlich auch, dass es daran liegt, dass Periodenprodukte nicht ermäßigt besteuert werden, dass die Väter der Steuer, wie Sie es gesagt haben, noch nie ihre Tage gehabt haben und dass daher natürlich eine gewisse, vielleicht sogar unfreiwillige Ignoranz stattfindet, die zum Beispiel auch dank der Tabuisierung der Menstruation, die wir vorhin schon angesprochen hatten, stattfindet. Dass die Menstruation einfach etwas ist, was nicht in die Öffentlichkeit getragen wurde bislang, wofür man sich schämt, wofür man irgendwie, oh Gott, ist jetzt mein Tampon ausgelaufen, habe ich irgendwie, das ist ja ganz fürchterlich, das ist das Schlimmste, was einem als Teenie passieren kann. Und dass da deswegen vielleicht eine gewisse Ignoranz bestand, die dann dazu geführt hat, dass wir da benachteiligt werden. Aber der Punkt bleibt, dass es quasi im System dann aber für Menstruierende diskriminierend ist, weil wir finanziell stark benachteiligt werden. Das da? Das andere Mikrofon sind. Also ist alles gut. Ich war eigentlich auch schon durch. Daher, ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Vielen Dank. Dann Frau Staatssekretärin Rieglewski, bitte. Ja, wir haben in der Tat in der Stellungnahme ausgeführt, dass wir ja keine systematische Diskriminierung sehen. Das ist jetzt hier auch ja nochmal dargestellt worden. Also es ist nicht intendiert, dass man sagt, man möchte eben Frauen dadurch diskriminieren. Und wie gesagt, mit dem Hinweis darauf, dass das insgesamt sehr unsystematisch ist, haben wir gesagt, jetzt nochmal eine weitere Ausnahme vorzunehmen, halten wir jetzt nicht für klug, gerade weil, das zeigt ja auch die Diskussion hier wieder, man ansonsten wieder in eine Diskussion kommt, das eine reduzieren, das andere nicht. Deswegen sind wir da eher verhalten gewesen. Die Situation hat sich dann anders dargestellt, weil in der Tat dieser Konsens bildet sich ja auch hier ab. Eigentlich alle Fraktionen gesagt haben, an dieser Stelle halten wir diese Ausnahme oder halten wir es für sinnvoll, hier auf den ermäßigten Steuersatz zu gehen, weil man dann eben halt auch diese weitere Diskussion nicht hat. Also bin jetzt auch seit 4 Jahren in diesem Parlament und ich habe mir sagen lassen, es gab schon die abstrusesten Diskussionen über die
die Frage ermäßigter Mehrwertsteuersatz, Stichwort Schnittblumen, ist mir am prägnantesten im Gedächtnis geblieben, wo dann eben die Bestattungsunternehmen gesagt haben, jetzt wird man noch die armen Menschen, die irgendwie nur einen Kranz auf das Grab ihrer Verstorbenen legen wollen, noch mit dem erhöhten Mehrwertsteuersatz bestrafen. Also diese Diskussion hat es immer wieder gegeben und deswegen haben wir aber gesagt, wenn die Fraktionen eben halt sagen, sie nehmen sich dieses Themas an und wollen das haben, dann machen wir das auch gerne, weil wir es auch für richtig halten. Wir werden dem Feminismus damit nicht zum Sieg verhelfen, aber wir beseitigen eine Ungerechtigkeit und das, finde ich, ist an sich auch schon mal ein Ziel. Zum weiteren Verfahren. Es gibt diese Woche noch Beratung zum Jahressteuergesetz. Es wird jetzt im Finanzausschuss jetzt am Mittwoch noch mal auf der Tagesordnung sein und dann wird das noch in diesem Jahr beschlossen werden. Und so wie ich das jetzt, ich möchte der Beschlussfassung des Parlaments und des Finanzausschusses nicht vorweggreifen, aber so wie ich das jetzt hier wahrnehme und ich die Rückmeldung bekommen habe, wird es da auch keine Widerstände mehr geben, sodass es dieses Jahr ins Jahressteuergesetz kommen wird. Vielen Dank. Frau Kollegin Paus von Bündnis 90 Die Grünen ist jetzt an der Reihe. Genau, da ich auch Mitglied des Finanzausschusses bin, kann ich vielleicht dann auch über den Sachstand noch kurz aufklären. Auch ich habe mich persönlich gefreut, dass Olaf Scholz da seine Meinung geändert hat. Allerdings hat er das ja getan, nachdem das Jahressteuergesetz bereits ans Parlament gegangen war, sodass Olaf Scholz persönlich ja gar nicht mehr Einfluss nehmen konnte, weil er ja Regierung ist. Und wenn Gesetze dem Parlament erstmal zugeleitet sind, dann müssen wir hier im Parlament das richten. Und das ist aber im Finanzausschuss jetzt passiert. Sie haben darauf hingewiesen, wir hatten in der vergangenen Woche die Anhörung zum Jahressteuergesetz. Da haben wir es dann auch angesprochen, damit wir es auch im Jahressteuergesetz ändern können. Und es gibt inzwischen auch einen Änderungsantrag, der am Mittwoch dann mit großer Mehrheit sicherlich im Finanzausschuss dann beschlossen werden wird. Und der Bundestag wird dann am Donnerstagabend, nach derzeitiger Planung ist es, glaube ich, so um 21.30 Uhr ungefähr, das Jahressteuergesetz dann auch im Plenum behandeln und dann verabschieden, sodass dann der Bundestag in dieser Woche am Donnerstagabend rund um 22 Uhr spätestens seinen Job an dieser Stelle getan hat. Dann muss der Bundesrat auch noch zustimmen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Bundesrat das nicht tut. Von daher danke für die Petition. Ich glaube, es ist dann noch mal ein sehr gutes Beispiel, was Frauensolidarität am Ende des Tages bringen kann. Ne, weil vorher hat es eben diese gemeinsame Lobbyaktion von Frauen nicht gegeben und deswegen war es eben bisher im Mehrwertsteuerrecht so, wie es war. Und Sie haben das geändert und mein ganz großes Dankeschön dafür. Ich muss auch sagen, also diese Idee mit dem Jahressteuergesetz, die haben wir auch in gewisser Weise gemeinsam entwickelt. Und auch da hat es tatsächlich über Frauensolidarität funktioniert am Ende des Tages. Und auch deswegen bin ich froh, dass das geklappt hat. Weil bisher ist es ja so, das kam ja auch schon ein bisschen dran, in der Stellungnahme des BMF stand ja auch drin, es gibt keine Ungleichbehandlung, weil das Steuerrecht kennt ja keine sozusagen Orientierung. Das ist ja ein bisschen die herrschende Meinung. Und bisher ist es so, dass in allen Steuergesetzen vorne, muss ja immer aufgeschrieben werden, gibt es Alternativen. Und dann steht da auch Implikationen für die Gleichstellung. Und dann steht bisher jedes Mal drin, keine. So. Und das ist schlichtweg nicht wahr. Genauso wie wir im Haushaltsbudget inzwischen die Debatte haben um Genderbudgets, dass man schon das anschauen sollte, wofür wird denn das Geld am Ende verwandt, welche Gruppe nutzt vor allen Dingen das, was mit dem Geld getan wird. Genauso gibt es das eben auch im Steuerrecht. Und ich finde, diese Petition sollten wir eben zum Anlass nehmen, da weiterzugehen. Und deswegen auch meine Frage nochmal an Sie. Das ist ja der erste Aufschlag, dass eben auch Steuerrecht ungleich behandelt, auch wenn es nicht direkt draufsteht. Und deswegen wäre mein Punkt, welche Ungerechtigkeiten gibt es nicht nur im Umsatzsteuerrecht. Deswegen wäre meine Frage, inwieweit Sie auch noch weitere Themen im Steuergesetz sehen, wo Sie Geschlechterungleichbehandlungen sehen und inwieweit sozusagen nach diesem ersten Zwischenerfolg es vielleicht auch noch weitergehen kann. Und das Gleiche frage ich auch die Bundesregierung. Zumindest die eine der sich stützenden Fraktionen hat das ja auch angesprochen. Das gibt das Thema Ehegattensplitting. Ich sehe auch beim Thema Altersvorsorge zum Beispiel, gibt es noch relevante Themen. Die unterschiedliche Nutzung des Freibetrages von Männern und Frauen, die unterschiedliche Nutzung von oder Möglichkeiten zu betrieblichen. Wir wollen uns ein bisschen Zeit halten. Alles klar. So, und von daher auch meine Frage an die Bundesregierung. Welche Ungerechtigkeiten sehen Sie ansonsten im Steuersystem und welche Initiativen von Seiten der Bundesregierung können wir in der nächsten Zeit erwarten? Vielen Dank. Dann Frau Schulte, bitte. Oder Ihre Begleitung. Wir können noch zuerst die Staatssekretärin um Antwort bitten, wenn Sie noch länger Bedenkzeit brauchen. Bitte sehr, Frau Staatssekretärin, bitte.
Ja, Frau Paus, Sie haben ja ein paar Punkte angesprochen und ich glaube aber eine Sache, die wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich den angesprochenen Passus, wo es um die Frage geht, was für Auswirkungen hat das denn auf das Thema, auf das Geschlechterverhältnis, tatsächlich auch ernst nehmen. Und da auch vielleicht, das spiele ich dann auch nochmal an die Abgeordneten zurück, wenn sie genau solche Punkte auch sehen, dann halt sagen, hier diskutieren wir auch drüber. Das ist etwas, was ich jetzt wechsle ich nochmal die Rolle. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre auch Parlamentarierin und ich kenne das auch noch aus meiner Zeit in der bremischen Bürgerschaft, wie wir sehr darum gekämpft haben, dass tatsächlich auch die einzelnen Ministerien dann auch mal aufführen, was sind denn eben die Folgen. Ich glaube, das lässt sich so pauschal, dass ich Ihnen jetzt 4, 5 Punkte nenne, so nicht sagen. Aber ich glaube, wir müssen uns schon auf die Fahne schreiben, da auch genauer ins Detail zu gucken und auch zu schauen, was sind die geschlechterspezifischen Punkte. Und teilweise ist es ja auch so, dass man nur eine mittelbare Wirkung vielleicht auch für Frauen erzielt. Also ich finde, dieser Bereich Altersvorsorge, wenn wir uns anschauen, was im Bereich privater Altersvorsorge ist, dann sehen wir ja da auch einen bestimmten Gap. Wir haben ja den Pension Gap nicht nur, was das Thema gesetzliche Rente angeht, sondern tatsächlich auch besonders stark im Bereich private und insbesondere betriebliche Altersvorsorge, wo man, glaube ich, auch gucken muss, dass man, wenn man hier nochmal schaut, wie man die Situation verbessert, dann ist es nicht so, dass wir hier gezielt eine Maßnahme vielleicht für Frauen machen, aber es ist wäre eine Maßnahme, von der Frauen überproportional profitieren würden. Und ich glaube, das sich nochmal dezidiert vorzunehmen, das ist was, wo wir, glaube ich, auch noch besser werden können und was wir uns auch auf die Fahnen schreiben sollten. Vielen Dank. Dann Frau Röder-Arnold, bitte. Danke für die Frage. Es gibt sicherlich Bereiche, die wir noch angehen können, gerade in Bezug auf das Thema Babywindeln zum Beispiel, was wir schon hatten. Das ist nicht geschlechtsspezifisch, aber auf jeden Fall ein Thema. Menschen, die Kinder haben, sollten nicht 19% Mehrwertsteuer zahlen auf Babywindeln. Ich bin keine Mutter, aber ich habe gehört, man braucht davon relativ viele. Und sie sind genauso wie Tampons und Binden relativ unausweichlich. Deswegen wäre das ein Thema. Ansonsten kein Steuerrecht, aber ein besonderes Augenmerk auf das Thema Pink Tax, also Produkte für Frauen, die teurer zu erwerben sind als für Männer. Das ist eben nichts, was sich mit Steuern regeln lässt, aber darauf könnte man sicherlich auch schauen. Wir haben uns jetzt sehr intensiv mit dem Thema Periode beschäftigt, deswegen hatten wir keine Kapazitäten, uns mit den anderen Themen zu beschäftigen, aber sind guter Dinge, uns auch weiterhin für Themen wie Gleichberechtigung, für das Thema Gleichberechtigung einzusetzen und freuen uns ehrlich gesagt wahnsinnig, heute hier zu sein und dass es diesen Petitionsausschuss gibt, weil wir diese mediale Unterstützung und auch dass die Tatsache, dass das Thema jetzt an 3 unterschiedlichen Stellen liegt, eben nur dem zu verdanken haben, dass wir diese Petition starten durften. Also nochmal danke für diese Institution. Wir kommen bestimmt wieder. Vielen Dank. Ja, danken Sie den Vätern der Verfassung und danken Sie den fleißigen Abgeordneten und den Müttern, stimmt, ja, den Vätern und Müttern der Verfassung und den fleißigen Abgeordneten, die auch immer wieder mit Dienst tun und sind herzlich eingeladen, hier auch weiter Petitionen einzubringen. Meine Damen und Herren, wir sind damit in der zweiten Fragerunde. Ich stelle mal allgemein fest, dass dieses Thema eine sehr große und breite Unterstützung des Ausschusses fasst. Und aufgrund der Zeit würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht eine Fragerunde nochmal zusammenfassen und dann jede Seite nochmal Antwortmöglichkeiten hat, also dass jeder nach und nach die Fraktion, wenn noch Fragen sind, fragen, wir die sammeln, die Fragen, und dann die Frau Staatssekretärin, wie auch die Petentin, dann nochmal in einem Abschlussstatement diese Fragen beantworten. Stößt das so auf Zustimmung? Ich sehe so allgemeines Nicken. Dann Herr Kollege Biadas. Genau, ich will das wirklich ganz kurz machen. Ich glaube, was Sie gerade eben gesagt haben, Frau Schulte und Frau Röders-Arnold, danke an die Väter und Mütter des Grundgesetzes, dass wir den Petitionsausschuss haben, denn das hat Ihnen heute die Möglichkeit gegeben, erstens uns das mitzuteilen und der Bevölkerung. Deswegen kann ich Sie nur ermutigen, bringen Sie weitere Petitionen ein. Wir freuen uns darauf. Und ich würde gerne noch eine Frage an die Staatssekretärin stellen. Haben Sie denn Erfahrungen aus den anderen EU-Ländern oder auch aus Kanada, wo bereits ja die Tampon-Tax abgeschafft worden ist? Haben Sie da mal mit Ihren Kollegen Kontakt aufgenommen, wie das denn umgesetzt worden ist und um dann nachher auch die Steuervorteile, also die Mehrwertsteuervorteile, dann auch wirklich auf die Produkte mit einem niedrigeren Einkaufspreis dann auch umgesetzt worden ist? Okay. Kollege Stojohann, war ja noch eine Frage.
Einfach nur mal die Fachfrage, wie die Bundesländer sich denn so in diesen Diskussionen Mehrwertsteuersenkung immer positionieren. Sind die immer hellauf begeistert, wenn wir eine Idee vortragen? Oder was müssen sie da für Hindernisse überwinden? Okay. Bei der SPD, Frau Kollegin Möller, bitte. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich habe erst eine allgemeine Frage an die Petentin und ihre Begleitung. Sie haben ja vorhin auch geschildert, dass Sie sehr viel Berichterstattung hatten im Zuge, als Sie diese Grenze der 50.000 Unterzeichnungen geknackt hatten. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, hatten Sie ja auch ein deutliches Feedback und sehr viel Unterstützung medial über Social Media, aber eben auch, im persönlichen Gespräch. Und mich würde interessieren, welche Bedeutung eigentlich Ihrem Anliegen zugesprochen wurde und welche Punkte dabei zentral sind. Wir reden ja eigentlich über ein Anliegen, über einen relativ kleinen Betrag, sind wir uns, glaube ich, doch alle einig. Aber es gibt ja doch zentrale Punkte, die den Unterstützerinnen und Unterstützern Ihres Anliegens doch sehr deutlich waren und die auch sehr klar zutage getreten sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie dazu kurz ausführen. Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD, Herr Huber. Ja, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Antwort, deswegen wollte ich noch mal nachfragen, wie es denn noch mal konkret zur Meinungsänderung im Bundesministerium der Finanzen kam. Die Frau Paus hat schon etwas erzählt dazu. Ich möchte aber noch mal von Ihnen, Frau Ryglewski, Ihre Version hören, ob es möglicherweise auch mit Ihrer Person zusammenhängt, weil Sie jetzt neue Staatssekretärin sind. Dann ist aber noch eine zweite Frage offen, weil Sie gesagt haben, das ist keine Maßnahme, wenn das umgesetzt wird, die dezidiert für Frauen gedacht ist. Deswegen muss ich aus logischen Gründen noch mal fragen, ob es andere Gruppen gibt, außer Frauen, die menstruieren. Gut, dann kommen wir, Fraktion der Liberalen. Hartmut Ebbing, bitte. Ja, noch mal zurück auf die Frage, ob wir nur eine einzige Gruppe jetzt im aktuellen Steuergesetz ändern und die Frage, wann plant die Bundesregierung und wann plant die Bundesregierung eine umfassende Umsatzsteuerreform, gerade im Hinblick auf die Frage 7-19%. Und die zweite kurze Frage, ich habe gehört, dass es hier offenbar eine Ungerechtigkeit bestehen sollte im Steuersystem und eine Unterscheidung zwischen Männern und Frauen im Steuerrecht. Ich selber bin Steuerberater, aber das habe ich noch nicht so richtig im Gesetz gelesen. Ich glaube, die Petentin meinte nur diesen grundsätzlichen Unterschied, dass es Produkte allgemein gibt, die für Männer günstiger sind als für Frauen. Man erinnert sich vielleicht an den Friseurbesuch, so habe ich das zum Beispiel vielleicht verstanden. Obwohl der Friseurbesuch jeweils mit 19% besteuert wird. Dann hat jetzt Frau Kollegin Möhren das Wort für die Fraktion Die Linke, bitte. Ja, vielen Dank. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, deren Antwort mich brennend interessiert. Muss das nur gleich mit einer Entschuldigung verbinden, weil ich gleich zur nächsten Anhörung sputen muss. Werde ich mir die Antwort wahrscheinlich nur in der Aufzeichnung angucken können. Ich bitte um Verständnis und mir berichten lassen. Weil Sie verweisen ja in Ihrer Petition auf das Beispiel Schottland. Dort wurde ca. 400.000 Schülerinnen mit Sternchen, weil es eben nicht nur Frauen, sondern zum Beispiel auch Transpersonen gibt, die menstruieren. Und Studierenden der Zugang zu Menstruationsprodukten frei zugänglich gemacht. Diese Forderung erheben wir hier auch. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie diese Forderung bewerten, auch in Deutschland, in öffentlichen Einrichtungen, in Schulen, Unis, Bibliotheken und in öffentlichen Gesundheitsstellen, Menstruationsprodukte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank. Und die letzte Frage von Kollegin Paus, bitte. Bündnis 90 Die Grünen. Die Frage unterstütze ich auch und mich würde zusätzlich interessieren, es ist ja so, dass in Frankreich, Spanien, Großbritannien und Niederlande eben bereits der verminderte Mehrwertsteuersatz gilt für Tampons und periodenbezogene Hygieneprodukte. Dass es nicht 0% liegt, das ist tatsächlich sozusagen der europäischen Mehrwertsteuerrichtlinie geschuldet. Das ist innerhalb der Europäischen Union erstmal so nicht machbar. So, aber es sind ja noch nicht alle Länder. Von daher wüsste ich einfach gerne, wissen Sie, ne, inwieweit es noch andere europäische Länder gibt, wo es sozusagen weitere Anstrengungen gibt und inwieweit sind Sie da vielleicht auch miteinander vernetzt? Und kurz noch mal, mein Punkt ist ja, dass derzeit behauptet wird, dass Steuerrecht sei geschlechter
nicht, sei nicht geschlechterdifferenzierend so. Wenn Sie aber zum Beispiel mal die Debatte zum Thema Ehegattensplitting nehmen, dann sind alle außerhalb Deutschlands sicher, dass es geschlechterdiskriminierend wirkt. Innerhalb Deutschlands sind es auch eine ganze Reihe von Parteien und auch immer mehr gesellschaftliche Gruppen, die darauf hinweisen, dass es geschlechterdiskriminierend wirkt. Und deswegen ist das eine Reform, die überfällig ist und die zeigt, dass es eben sehr wohl darauf ankommt, wie man Steuerrecht ausgestaltet und dass man eben auch schauen muss, wie Steuerinzidenzen aussehen. Und Steuerinzidenzanalysen, Herr Eppendorf, wissen Sie, da lohnt es sich reinzuschauen. Die sind dann eben sehr wohl geschlechterdifferenzierend und darauf sollten wir einen starken Augenmerk legen. Und diese Initiative hier ist für mich ein erster wichtiger Schritt, wo es ganz evident ist, dass natürlich Steuerrecht geschlechterdiskriminierend wirkt. Vielen Dank. Zur Schlussantwort. Die Petentin, Frau Kollegin Schulte, bitte. Frau Schulte, bitte. Ja, ich hoffe, ich kriege jetzt alles zusammengefasst. Also angefangen mit der Frage ganz kurz, warum wir von Menstruierenden sprechen. Hat eigentlich die Frau Möhring schon gut gesagt, es gibt Transmenschen, die auch menstruieren zum Beispiel, dass nicht nur Frauen menstruieren. Und auch nicht alle Frauen menstruieren, auch sehr richtig. Deswegen sprechen wir von Menstruierenden. Die wesentlichen Punkte, die wir von Unterstützern immer wieder gehört haben, ist, dass es einfach gerecht ist. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass alle Menschen in diesem Land und auch europäisch, auf der ganzen Welt, aber auch spezifisch jetzt in diesem Land gerecht behandelt werden. Und dass es dabei darum, dass eine Benachteiligung auszuräumen, ob man sie nur Diskriminierung oder systematisch oder Sexismus oder was auch immer nennen möchte, aber es geht darum, eine Ungerechtigkeit auszuräumen. Und auch ganz, ganz wichtig, die Enttabuisierung. Das waren eigentlich so die wichtigsten Punkte, die uns entgegengetragen wurden, zu sagen, wie gut, dass das Wort Menstruation im Bundestag fällt. So, das ist, ja, gab es wahrscheinlich vorher jetzt auch noch nicht so oft und da waren einfach viele dankbar für, zu sagen, wir stellen uns hin und wir sagen, ja, wir haben nun mal unsere Periode, was sollen wir machen? Und dann auch noch etwas, was jetzt in den letzten Jahren auch noch immer wieder wichtiger geworden ist in dem Zusammenhang, weshalb auch das zum Beispiel dieser geringe Anteil angeblich, den das finanziell ausmachen würde, was ja in gewisser Weise stimmt, was aber wie gesagt auch nicht der Hauptpunkt ist, wird auch noch mal wichtig, wenn wir darüber nachdenken, dass wir auch einfach immer mehr Erkenntnisse darüber haben, was zum Beispiel in Tampons oder Menstruation, ja, bei Menstruationstassen nicht, aber in Tampons und Binden, was da für Stoffe drin sind. Und wenn man sich den Anwendungsbereich überlegt, möchte man vielleicht nicht unbedingt das Produkt haben, in dem man das am billigsten hergestellt wurde, mit am meisten Plastik drin. Weshalb man dann auch wieder jetzt in Richtung Bio-Tampons zum Beispiel geht, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben, was dann auch wieder preislichen Unterschied macht. Und so wird es halt auch immer teurer und so macht auch so ein Steuersatz dann auch immer einen größeren Unterschied, weil wir ja alle wissen, dass das dann prozentual anwächst. Und die Frage zu den 395.000 in Schottland. Begrüßen wir natürlich absolut, finden wir toll, hätten wir auch gerne. Es ist so ein bisschen wie, ich glaube, das kennt jede Menstruierende, die schon mal in einer Bar auf die Toilette gegangen ist und da so ein kleines Körbchen mit Tampons gesehen hat und jedes Mal so ein bisschen Pipi in den Augen kriegt vor Glück, weil man denkt, wie nett, dass da jemand an uns gedacht hat. Und im Gegensatz ist es so ein bisschen so, als müssen Sie sich vorstellen, Sie gehen zur Toilette und müssen Ihr eigenes Klopapier mitbringen. Würden Sie irgendwie auch komisch finden. Also eigentlich ist es so logisch und eigentlich ist es so richtig und trotzdem sind wir immer wieder dankbar dafür. Und deswegen wären wir natürlich auch sehr dankbar dafür, wenn in Unis, Bibliotheken, Schulen etc. Menstruationsprodukte ausgegeben würden, beziehungsweise wenn Menstruationstassen in Obdachlosenheimen ausgegeben würden. Da gibt es so viele Punkte, über die man sprechen kann, aber sie erstmal einen Schritt weiter zu enttabuisieren, ist schon mal ein großer, großer Schritt. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Vielen Dank. Frau Staatssekretärin Rieglewski, bitte zum Schluss. Ja, ich hoffe auch, dass ich nichts vergesse, sonst geben Sie mir bitte einfach ein Zeichen. Dezidiert Erfahrungen aus anderen Ländern haben wir jetzt keine Erkenntnisse darüber, aber wir wissen ja in der Tat aus anderen Kontexten, dass sozusagen Preissenkungen staatlicherseits, dass man dann immer sehr genau darauf hinschauen muss, dass das dann auch tatsächlich auf dem Markt auch dann weitergegeben wird an die Kundinnen in diesem Fall. Aber da haben ja die Petentin gerade schon dargelegt, dass sie da eben auch schon entsprechende Zusagen haben. Und da geht es natürlich auch darum, den öffentlichen Druck, den man jetzt für die Petition genommen hat, dann auch aufrechtzuerhalten, damit die Preissenkung auch weitergegeben wird. Ich glaube, das wird das A und O sein. Die Frage, wie sich die Bundesländer verhalten, wir haben da
jetzt keine dezidierten Eingaben, aber es ist ja so, dass auch einzelne Bundesländer hier initiativ geworden sind. Es gab eine Initiative von Thüringen, der sich Bremen und auch noch weitere Bundesländer angeschlossen haben. Gab es auch in der letzten Bundesratssitzung eine Diskussion zu. Das ist nicht zur Sofortabstimmung gestellt worden, aber da habe ich durchaus wahrgenommen, dass es auch einen Konsens bei den Ländern gibt, das Ganze mitzumachen. Also von daher gibt es hier auch eine gewisse Unterstützung. Ich kann Ihnen auf die Frage, Herr Huber, wie jetzt genau der Entscheidungsmoment im Finanzministerium war, kann ich Ihnen nicht mehr sagen als das, was ich vorhin gesagt habe. Aus systematischen Gründen, das habe ich ja dargestellt, haben wir halt gesagt, es ist einfach eine Herausforderung, dass dieses System an sich ein bisschen inkonsistent ist. Aber wir durchaus sehen, dass an dieser Stelle das Ganze einfach auch ein bisschen anders gelagert ist und dann eben halt die breite Unterstützung aller Fraktionen des Deutschen Bundestages, Frau Paus hat ja auch dargelegt, wie das Verfahren formell ist, dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, das machen wir. Das hat jetzt nicht irgendwie originär was mit meiner Person zu tun, das möchte ich mir auf gar keinen Fall anheften, sondern das war eben halt die Diskussion und vor allem auch die öffentliche Diskussion. Und da sage ich aber auch, das halte ich für richtig und gut. Und in der Tat glaube ich, da hat Frau Paus schon auch, glaube ich, eine Antwort auf die Frage von Ihnen, Herr Ebbing, gegeben, an welchen Stellen man vielleicht noch mal gucken muss, wie das insgesamt im Steuerrecht aussieht. Das, glaube ich, sollten wir in der Tat gucken. Da steht nicht drauf Diskriminierung. Und wie man auch an dem Beispiel, was ich genannt habe, mit der Altersvorsorge sieht, ist es ja so, dass es manchmal vielleicht auch, dass vielleicht manchmal auch mehr darum geht zu gucken, wie wirken sich bestimmte Entscheidungen, die wir hier treffen, auf Geschlechter unterschiedlich aus und dass man dann eben halt schaut, ist das denn eigentlich das, was der Gesetzgeber will. So, und ich glaube, da genauer hinzuschauen, da können wir insgesamt auch als Gesellschaft von profitieren und das wäre, glaube ich, eine gute Sache. Zur Frage, wann wir denn endlich eine umfassende Mehrwertsteuerreform vorlegen, habe ich ja vorhin schon mehrere Einladungen ausgesprochen. Also wenn es gute Vorschläge auch von Seiten der Parlamentarier gibt, dann sind wir da sehr offen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt anfangen würden, das Ganze zu starten, hätten wir, glaube ich, nicht nur diese, sondern auch die nächste Legislaturperiode sehr viel damit zu tun, weil ich glaube, wir würden in dieser Runde, und das wird bei den Finanzpolitikern, ich gucke nochmal in Richtung von Frau Paus, vermutlich ähnlich sein, keine Einigkeit darüber befinden, was jetzt wo einzuordnen ist. Das ist unglaublich schwierig, ja, man sollte das tun, aber bisher hat sich keiner so richtig rangetraut, weil es halt einfach auch schwierig ist, weil die systematischen Probleme da sind und weil es teilweise auch einfach eine unterschiedliche Einschätzung ist, was man denn wo unter den ermäßigten Mehrwertsteuersatz nehmen sollte. Bitte? Ja, genau, wir tun es immer mal wieder punktuell so, aber eine Systematik haben wir da jetzt noch nicht genau hinter. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet, ansonsten müsste mir jemand ein Signal geben. Jemand hat noch keine Antwort bekommen auf seine Frage. Sehe, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei den Petentinnen, bei Frau Schulte und Frau Röder-Arnold, ihrer Begleitung, bei der Staatssekretärin Rieglewski für diese gute Anhörung. Ich unterbreche damit die Sitzung für 5 Minuten, um notwendige Umbaupausen vorzunehmen. Bitte die Besucherinnen und Besucher, die nicht der Anhörung Holodomor folgen möchten, zügig den Raum zu verlassen, damit die anderen Besucher, die der Anhörung folgen möchten, nun kommen können. Vielen Dank und die Sitzung ist für 5 Minuten unterbrochen. Ja, gut.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die unterbrochene Sitzung ist damit wieder aufgerufen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur dritten Petition des heutigen Tages. Ganz besonders begrüße ich die Petentin Frau Natalia Reifenstein-Takuk, ich hoffe, ich habe das soweit richtig ausgesprochen, sowie Herrn Dr. Gerhard Siemann als die Begleitung. Ebenso begrüße ich ganz herzlich den Staatsminister beim Auswärtigen Amt, Herrn Michael Roth, sowie auf der Tribüne ein ganz herzlicher Gruß an den Botschafter der Ukraine, Herrn Andreas Melnik, den ich sehr herzlich als Gast hier bei dieser Anhörung begrüße. Mit Hinblick auf die neuen zugekommenen Besucher auf der Tribüne mache ich noch einmal kurz darauf aufmerksam, dass die heutige Sitzung live ab 17 Uhr im Parlamentsfernsehen gezeigt und auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages verfolgt werden kann. Dauerhaft wird im Anschluss dieser Beitrag auf den Seiten des Deutschen Bundestages zur Verfügung gestellt. Ich darf hinweisen, dass zunächst die Petentin die Möglichkeit zu einem 5-minütigen Eingangsstatement hat, im Anschluss in mehreren Runden die Abgeordneten jeweils Fragen an die Regierung oder an die Petentin stellen und diese dann unmittelbar im Anschluss jeweils zu beantworten sind. Die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne bitte ich, ihre Mobiltelefone auszuschalten, ebenso fallen Beifalls- und Missfallensbekundungen abzusehen, sowie jegliche Art von privaten Film- und Tonaufzeichnungen zu unterlassen. Wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, dann bitte ich jetzt Frau Reifenstein-Takuk zu ihrem 5-minütigen Eingangsstatement. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, verehrte Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen für die Möglichkeit, hier aufzutreten und über die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, den Holodomor in der Ukraine in den Jahren 1932, 1933 zu erzählen. Zu Beginn der 1930er Jahre wurde die Sowjetunion von einer schweren Hungerskatastrophe erfasst. Nach heutigem Forschungsstand waren insgesamt 6 bis 7 Millionen Tote zu beklagen, davon 3,9 Millionen in der Ukraine. Am 19. September 1933 schrieb ein deutscher Konsul, Herr Schiller, in einem geheimen Dokument an das Auswärtige Amt nach Berlin: Ich würde Sie von der anderen Seite genannte Zahl von 10 Millionen Todesopfern nicht für übertrieben halten. Damit gehört die Hungersnot zu den größten humanitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Nicht so schnell. Entschuldigung. Ich versuche, in die 5 Minuten zu passen. Sie war menschengemacht und vermeidbar. Sie war nicht die Folge einer Naturkatastrophe oder Missernte. Die Stalin-Führung trägt die politische Verantwortung für sie. Die Hungersnot traf in erster Linie die Dörfer in den Getreideanbaugebieten. Die zwangsweise Kollektivierung der Landwirtschaft in den Jahren 1929 bis 1931 hatte das Dorf ruiniert. Die landwirtschaftlichen Erträge gingen massiv zurück. Die bolschewistische Führung reagierte darauf mit der Beschlagnahme der Ernte, um die Städte zu ernähren. Die Getreideexporte wurden fortgesetzt. Die Millionen Hungerstoten in den Dörfern wurden billig in Kauf genommen. Nirgendwo forderte der Hunger so viele Todesopfer wie in der Ukraine. Dafür gab es zwei Gründe. Erstens, seit dem Sommer 1932 verband die Stalin-Führung den Hunger mit der ukrainischen nationalen Frage. Wenn örtliche Behörden gegen die unerfüllbaren Getreiderequirierungen protestierten oder Bauern Lebensmittel versteckten, um ihre Kinder zu ernähren, dann sah die bolschewistische Führung darin den Beweis für ukrainischen Nationalismus. Stalin fürchtete, die Ukraine könnte sich aus der Sowjetunion lösen. Sein Misstrauen galt insbesondere der ukrainischen kommunistischen Partei und der ukrainischen kulturellen Intelligenz. Gegen beide wurde deshalb zeitgleich mit der Hunger auch eine unfassbare, umfassende Säuberungswelle durchgeführt. Zweitens, als die Hungersnot im Sommer 1932 absehbar war, reagierte die Stalin-Führung darauf statt mit Hilfsmaßnahmen, mit Dekreten, die die Opferzahlen in die Höhe trieben. Den Kolchosen, die das unerreichbare Ablieferungssoll nicht erfüllen konnten, wurde sämtliche Lebensmittel weggenommen. Manche Dörfer wurden auf sogenannte schwarze Listen gesetzt. Zahlreiche Ladengeschäfte wurden geschlossen und die Dörfer durch einen vollkommenen Boykott von der Außenwelt abgeriegelt. Um zu verhindern, dass Dorfbewohner sich außerhalb der Hungergebiete Nahrungsmittel beschaffen konnten, wurde ihnen das Verlassen ihrer Dörfer verboten. Der Verkauf von Eisenbahnfahrkarten wurde zeitweise eingestellt.
So wurde der Hunger zum Holodomor. Mit diesem ukrainischen Terminus, zu Tode bringen durch Hunger, wird seit Ende der 1980er Jahre die große Hungersnot bezeichnet. Für mehr als ein halbes Jahrhundert war Holodomor in der Sowjetunion ein Tabuthema. Erst in postsowjetischer Zeit kehrten die Toten in das öffentliche Bewusstsein zurück. In der Ukraine ist das Gedenken an die Opfer des Holodomors inzwischen zu einem Teil der nationalen Identität geworden. Das Parlament verabschiedete 2006 ein Gesetz, in dem der Holodomor als Genozid am ukrainischen Volk festgeschrieben wird. Seither bemüht sich die Ukraine auch im internationalen Rahmen um die Anerkennung des Holodomors als Völkermord an ukrainischem Volk. Mehr als 2 Dutzend Staaten sind diesem Aufruf inzwischen gefolgt. Die Definition des Völkermords stützt sich auf die Konvention der UNO über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords von 1948. Danach werden als Völkermord Handlungen bezeichnet, die auf die Zerstörung einer nationalen, rassischen oder religiösen Gruppe gerichtet sind. Dabei erfüllt auch eine teilweise Zerstörung einer solchen Gruppe den Tatbestand des Völkermords. Voraussetzung ist die absichtsvolle und gezielte Zerstörung einer nationalen Gruppe. Während des Holodomors verhungerten in den Dörfern der Ukraine und der Wolga nicht nur ethnische Ukrainer, sondern auch Russen, Deutsche, Weißrussen, Kasachen und andere. Auch das steht nicht im Widerspruch zur Völkermordkonvention, die nicht von der Exklusivität einer einzigen Opfergruppe spricht. Die Bauer stellten etwa 80% der ländlichen Bevölkerung in der sowjetischen Ukraine. Infolgedessen waren sie auch überwiegend die Opfer. Die Anerkennung des Holodomors als Völkermord am ukrainischen Volk bedeutet eine Verneinung von den Opfern eines Menschenrechtsverbrechens und die Distanzierung von mörderischem Regime Stalins. Genau. Und im Anschluss an meinen Vortrag möchte ich Ihnen einen Herrn Professor Gerhard Sieben vorstellen. Der ist ein renommierter Ukraine-Experte in Deutschland und ein Wissenschaftler, der jahrzehntelang mit der osteuropäischen Geschichte befasst. Und er wird gerne Ihnen auch mal Fragen zu diesem Thema, wenn Sie möchten, beantworten. Vielen Dank für Ihr Eingangsstatement. Wir kommen damit zu Fragen der Fraktionen. In der ersten Runde der Berichterstatter für die CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Stohr-Johann, bitte. Ja, sehr verehrte Frau Reifenstein-Taschuk, herzlichen Dank für die Einreichung dieser Petition, die ja mit sehr viel Unterstützung auch bei uns angekommen ist. Ich muss gestehen, in meinem Geschichtsunterricht wurde mir vielleicht ein bisschen erzählt von Stalin und dass er an die 40 oder 50 Millionen Menschen zum Tode gebracht hat, wie auch immer. Aber es wurde nie im Einzelnen gesagt, was er gemacht hat und wo. Insofern ist Ihre Petition hier sehr hilfreich, auch was die Geschichtsbildung angeht in der deutschen Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass der Begriff Holodomor allgemein gut ist. Ich habe ihn hier auch erst lernen müssen. Für uns ist ja nun die Frage, mit welcher Intention Sie die Petition stellen, mit welcher Absicht. Dann, es gibt ja sicherlich Beschlüsse, auch der UN. Nur als Genozid wurde es bisher von Deutschland nicht bezeichnet. Was ist Ihre Absicht damit? Reicht es nicht, was die Bundesregierung bisher gemacht hat? Das ist meine Frage. Und die Bundesregierung, Herr Staatssekretär Roth, sagt ja, dass ein Genozid erst 1951 als solcher definiert ist. Und deshalb Ereignisse, die vorher stattgefunden haben, nicht mehr in diese Kategorie fallen können. Ist jetzt einfach von mir dargestellt, aber dass Sie dazu mal Stellung nehmen. Wir hatten hier im Petitionsausschuss ja auch die Frage der Armenier, 1915, der Todesmarsch. Insofern haben wir immer häufiger die Frage zu stellen, was beurteilen wie und mit welchen Auswirkungen auch. Das ist dann meine Frage an die Regierung. Danke. Vielen Dank. Dann zunächst die Petentin Frau Reifenstein-Schakuk, bitte. Gut. Also als ich die Petition Anfang des Jahres gestellt habe, ging es mir ausschließlich darum, einfach mal den Toten, die durch den Hunger in der Ukraine in den Jahren 1932, 1933 gestorben sind, einfach mal
einen Namen zu geben, einfach diesem Verbrechen, das an den ukrainischen Leuten, nicht nur ukrainischen Leuten stattgefunden hat, einfach mal einen Namen, dass es anerkannt wird. Genau, darum ging es mir. Die andere Frage würde ich halt weiter an den Herrn Professor Dr. Simon reichen, der kann es Ihnen bestimmt besser erklären. Mhm. Herr Dr. Simon, bitte. Naja, natürlich ist eine nachträgliche Einordnung den juristischen Terminus Völkermord gibt es erst seit der Völkermordkonvention von 1948, jedenfalls ist er damals festgeschrieben worden. Nun wird niemand behaupten, dass es vorher keine Völkermorde gegeben hat, einfach weil es den Terminus nicht gegeben hat oder weil es die Konvention nicht gegeben hat. Das sind da wahrscheinlich doch unterschiedliche Dinge. Das Problem bleibt, ist in gewisser Weise eine nachträgliche Einordnung. Das gilt für den Holocaust ganz genauso. Mir scheint, dass eine auch so nachträgliche Einordnung denkbar ist. Es geht ja hier nicht um eine Strafverfolgung. Wir sprechen ja nicht von einem Strafgesetz, das nach oder von einem Gesetz, das nachträglich eine Handlung unter Strafe stellt, die zuvor straflos war. Darum geht es ja nicht. Es geht um eine politisch-moralische Einordnung eines Menschheitsverbrechens. Die Ukraine bittet im internationalen Raum darum, dass möglichst viele Staaten, möglichst alle Staaten, ihr folgen möchten bei der Einordnung des Holodomor als Völkermord am ukrainischen Volk. Mehr als 2 Dutzend Staaten haben das bisher getan, hauptsächlich in Europa. Andere zögern. Interessant ist aber die Tatsache, dass alle Nachbarn der Ukraine, alle außer Russland und Belarus, diese Anerkennung des Holodomor als Völkerrecht, als Genozid inzwischen vorgenommen haben. Ich sage noch einmal, konkrete politische Auswirkungen oder strafrechtliche Konsequenzen sind damit nicht verbunden. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Staatsminister Roth, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich erstmal, dass ich zum ersten Mal in meiner fast 6-jährigen Amtszeit bei Ihnen zu Gast sein darf, zumal zu einem sehr wichtigen Thema. Erinnerung braucht Wahrhaftigkeit und meine Kolleginnen und Kollegen und ich im Amt sind sehr daran interessiert, dass wir die furchtbaren Verbrechen, vor allem auch im östlichen Europa, entsprechend aufarbeiten. Da kehren wir natürlich zuerst einmal vor unserer eigenen Haustür. Wo ich immer noch großen Bedarf besehe, ist auch an die 27 Millionen Opfer des faschistischen Vernichtungsfeldzugs im östlichen Europa zu erinnern, also auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, insbesondere nicht nur in Russland, sondern vor allem auch in der Ukraine und auf dem heutigen Gebiet von Belarus. Der Holodomor, ich kann da allen nur zustimmen, ist im öffentlichen Bewusstsein Deutschlands, aber auch vieler anderer Länder Europas sehr, sehr unterentwickelt. Insofern danke ich Ihnen für diese Initiative, weil sie bringt ein weiteres schlimmes Verbrechen an das Licht des Tages und das Licht der Öffentlichkeit. Und wir stimmen auch in der Bewertung, also in der Analyse, völlig überein. Beim Holodomor handelt es sich natürlich um eine grauenvolle, schreckliche Hungerkatastrophe, die von Menschen zu verantworten ist und die zu Millionen von Hungertoten geführt hat. Und dann bin ich auch schon bei der völkerrechtlichen Bewertung. Und da habe ich für jeden Verständnis, der erstmal sagt, warum macht er da Unterschiede zwischen einer politischen Bewertung und zwischen einer völkerrechtlichen Bewertung. Die völkerrechtliche Bewertung ist von Herrn Storjohann schon eindrücklich beschrieben worden. Die entsprechende Konvention gibt es seit 1948, seit 1951 ist sie in Kraft getreten und sie definiert, wann ein Völkermord, ein Genozid stattgefunden hat oder auch nicht. Das leitet sich natürlich aus dem Holocaust ab. Im Prinzip ging es darum, im Nachhinein zu bewerten, wann hat ein solcher Genozid stattgefunden und unter welchen Bedingungen. Aber die Bundesregierung, und das ist die herrschende völkerrechtliche Auffassung in Deutschland, macht sich eben nicht zu eigen, dass Ereignisse, die vor 1951 stattgefunden haben, völkerrechtlich als Genozide bezeichnet werden könnten. Und dann weisen Sie vielleicht auf die Armenien-Resolution des Deutschen Bundestages hin. Dort stimmen wir in der politischen Bewertung völlig überein. Bei der Definition dessen, was dort an Furchtbarem stattgefunden hat, handelt es sich um einen Völkermord. Aber völkerrechtlich machen wir uns diese Formulierung nicht zu eigen. Und das gilt im Übrigen dann auch für den Holodomor.
Vielen Dank. Frau Kollegin Müller für die SPD-Fraktion, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Petentin und Begleitung. Mir geht es da wie dem Kollegen Storjohann, dass auch ich wenig in der Schule über die Verbrechen des Stalinismus gelernt habe und dass es erschütternd und begrüßenswert zugleich ist, dass solche Verbrechen auch stärker wieder ins Gedächtnis gerufen werden und dass wir uns klar machen, welche grauenvollen Verbrechen begangen wurden und dass wir dieser gedenken. Allerdings ist es ja so, dass wir uns tatsächlich mitten in der völkerrechtlichen Diskussion darum bewegen, ob es nun sich um einen Völkermord handelt oder nicht. Aus meiner Sicht ändert aber die Einstufung, ob als Völkermord ja oder nein, zunächst erstmal nichts an dem Leid, das den Familien und den Opfern angetan wurde. Ich würde mich deswegen gerne an Sie als Petentin richten mit einer Frage. Und zwar gibt es ja tatsächlich die Diskussion seit vielen Jahren. Und da gibt es eine Frau, Anne Applebaum, die 2019 die deutsche Ausgabe in ihrem Buch Roter Hunger, so heißt es, ausgeführt hat, dass es, Zitat, weil inzwischen so viele Belege gesammelt worden sind, ist es heute weniger wichtig, ob man die Hungersnot 1932-33 ein Genozid, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder einen Akt des Massenterrors nennt. Egal wie man es definiert, es war der furchtbare Angriff einer Regierung gegen das eigene Volk. Mich würde erst mal interessieren, wie Sie diese wissenschaftliche Kontroverse und die kategorische Einordnung beurteilen und wie Sie auch die Position von Frau Applebaum, die an diesem Zitat deutlich wird, wie Sie die beurteilen und wie das einfach für Sie im Zusammenhang mit Ihrer Petition steht. Und mich würde interessieren, was das Auswärtige Amt tut, damit Holodomor international bekannt wird. Es ist ja unbenommen, dass es ein grauenvolles Verbrechen ist. Es ist auch unbenommen, dass es innerhalb der Vereinten Nationen immer wieder auch die Bestärkung der Konvention gibt oder es einer gemeinsamen Erklärung. Und mich würde interessieren, was das Auswärtige Amt tut und was es auch vorhat, um das Gedenken daran und die Erinnerung hochzuhalten und gegebenenfalls sogar zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Frau Reifenstein, dazu bitte. Ich habe natürlich auch mal das Buch von Frau Anne Applebaum gelesen und Herr Professor Dr. Simon hat sogar eine Rezension darüber geschrieben und ich würde gerne die Frage weiter an Herrn Professor Dr. Simon reichen. Sehr gerne. Herr Professor, bitte. Ja, Anne Applebaum gehört zu den westlichen Wissenschaftlern, die in den letzten Jahren eher zurückhaltend sich positioniert hat in dieser Diskussion. Wobei klar ist, das macht sie, zumindest aus der Gesamtzusammenhang ihrer Monographie, macht das deutlich. Sie ist der Meinung, dass es, wie wir alle hier, denke ich, oder die meisten hier im Saale, es ist eines der größten Verbrechen wider die Menschlichkeit im 20. Jahrhundert. Sie selbst stellt das nicht in Frage. Sie selbst möchte sich nicht in diese völkerrechtliche Auseinandersetzung einmischen oder positionieren, weil sie es nicht für so wichtig hält. So habe ich sie gelesen und so habe ich sie verstanden. Nicht, weil sie dagegen ist, sondern weil sie dieses Problem aus ihrer Sicht für nicht so entscheidend hält. Das kann man so sehen, selbstverständlich. Ich darf aber im Gegensatz dazu oder im Unterschied dazu daran erinnern, dass der Herr Lemkin, der Erfinder sozusagen des völkerrechtlichen Terminus Völkermord, noch in frühen 50er Jahren sich auch mit dem Holodomor beschäftigt hat. Er kommt ja aus der Westukraine, oder Herr Lemkin, und kannte sich sehr gut aus. Lemkin selbst hat noch schon in den 50er Jahren gesagt, aus seiner Sicht sei der Holodomor auch ein Völkermord am ukrainischen Volk. Vielen Dank. Herr Staatsminister, bitte. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Müller, Unrecht muss immer auch Unrecht benannt werden. Und das tut die Bundesregierung selbstverständlich. Wir haben klar die grausame Politik von Stalin verurteilt, Zwangskollektivierung,
Beschlagnahme von Nahrungsmitteln, die dann auch zum Tod von Millionen von Menschen geführt haben. Wir haben die Ukraine auf der internationalen Ebene dabei unterstützt, besser über den Holodomor zu informieren. Es gibt seit 2015 eine deutsch-ukrainische Historikerkommission, die erst im September dieses Jahres das Thema Holodomor besprochen hat. Und gerade auch von der Arbeit der deutsch-ukrainischen Historikerkommission erwarten wir uns wichtige Impulse, wie wir dieses Thema auch noch breiter in unserer Öffentlichkeit werden tragen können. Und selbstverständlich haben wir das nicht nur in der Verurteilung abstrakt getan, sondern wir haben uns der Erklärung zum 85. Jahrestag von Holodomor in der Ukraine im Rahmen der 73. Generalversammlung der Vereinten Nationen ausdrücklich angeschlossen. Und damit haben wir auch unserer Unterstützung Folge geleistet, die wir bereits zum 75. und auch zum 80. Jahrestag des Holodomor geleistet haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Für die Fraktion der AfD, Herr Spangenberg, bitte. Ja, recht vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, meine Frage geht erstmal an Herrn Simon und dann an Frau Reifenstein-Zatschuk. Erste Frage an Herrn Simon. Wir hatten ja bei der letzten Sitzung, wo Sie ausführlich schon gesprochen hatten, einiges festgestellt. Sie haben ja selbst ausgeführt, dass es nicht bloß um die Ukrainer ging, sondern auch andere Volksgruppen in Russland sehr stark betroffen waren. Wir wissen ja mittlerweile, dass das Schwarzbuch des Kommunismus von 100 Millionen Toten seit 1917 spricht. Ist ja festgehalten. Da meine ich natürlich alles dabei, China, Pol Pot und so weiter, ist alles mit dabei. Die Frage ist, Sie hatten damals auch versucht, den Völkermord zu definieren auf eine Gruppe. Wir haben ja bei der Wannsee-Konferenz ein ganz deutliches Beispiel, wie einfach in diesem Fall negativ gesehen eine Definierung folgt. Nämlich dort wurde beschlossen, ein Volk auszurotten. Hier ist es ja etwas anders, auch Ihrer Ausführung. Da ging es ja darum, dass mehr oder weniger eine Unbotmäßigkeit bestraft wurde bei den verschiedenen Völkern innerhalb der damaligen Sowjetunion. Das heißt, ich hatte damals bei Ihren Ausführungen nicht gehört, dass gesagt wurde, die Ukrainer müssen weg, die Kasachen müssen weg, sondern die müssen weg, die das und das nicht erfüllten, weil die Getreide versteckt hatten, weil sie den Abgabezoll nicht entrichteten und so weiter. Das heißt also, es ging hier um eine Definition, die eigentlich dem widerspricht, wie der Völkermord im Moment noch definiert wird, nämlich die Zielrichtung, dass ohne jede Begründung eine Gruppe ausgelöscht werden soll. Das hatten Sie aus meiner Sicht damals so nicht klar rüberbringen können. Das wäre also die Frage, ob da nicht, das Verbrechen ist ja unbestritten, aber ob die Definition, um die geht es ja hier, ob die wirklich gegeben ist. Und die zweite Frage geht an Frau Reifenstein-Tatschuk. Es ist ja ein Verbrechen ohne weiteres. Wie gesagt, 100 Millionen Tote. Eine Anerkennung in materiellen Dingen scheint ja hier nicht gegeben zu sein. Zumindest sagt das auch der Petitionsbericht von 2017. Was wollen Sie damit erreichen? Weil ja die Gruppe der Verfolgten in dieser Zeit ja viel, viel schlimmer war als die Gruppe, also insgesamt gesehen noch viel größer war als das, was Sie hier bezeichnen. Warum legen Sie so einen großen Wert darauf, dass diese Gruppe besonders mit diesem Völkermordbegriff definiert wird? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Spangenberg. Dann zunächst Herr Professor Dr. Simon, bitte. Ja, zwei Dinge. Das Erste, Sie haben es gesagt, nicht nur Ukrainer waren Opfer des Völkermords, sondern Angehörige anderer Ethnien auch, Deutsche, Russen, Moldauer. Die Ukrainer waren aber bei weitem die größte Gruppe. Das steht nicht im Widerspruch zur Definition, wie der Völkermord definiert worden ist in der Konvention von 1948. Da gibt es keine Opferkonkurrenz. Es können auch andere Gruppen als die, um die es hier geht, Mitopfer gewesen sein. Insofern denke ich, dass das kein Grund, die Tatsache, dass also auch andere Ethnien betroffen waren, kein Grund sein kann, den Ukrainern sozusagen diese Qualifikation zu verweigern, Völkermord am ukrainischen Volk. Aber die andere Frage scheint mir interessanter noch, die Sie formuliert haben. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben gesagt, es sollen ja nicht alle Ukrainer ausgelöscht werden, sondern diejenigen, die aus Stalins Sicht damals Widerstand geleistet haben und die Stalin als Feind und Bedrohung seiner Macht und Herrschaft empfunden haben. So ist es in der Tat.
Aber so, die Quellen sind eigentlich eindeutig in dieser Hinsicht. Stalin hat alle damaligen Ukrainer als Feinde wahrgenommen. Einerseits die Bauern, von denen er gesagt hat, das gibt den ausführliche Äußerungen Stalins und seiner Mitarbeiter und natürlich auch der Geheimpolizei darüber, die Bauern verstecken ihr Korn und die Funktionäre und Kolchosvorsitzenden lehnen es ab, die Requirierungsforderungen zu erfüllen, weil sie ukrainische Nationalisten sind. So simpel und so im Grunde aus unserer Sicht vielleicht unglaubwürdig ist das formuliert in den Quellen. Und das außerdem waren eben nicht nur die Bauern die Feinde, sondern insbesondere die Kommunistische Partei. Das ist ja auch vielleicht auf den ersten Blick nicht für jedermann so einzusehen, nach 100 Jahren, fast 100 Jahren. Stalin hat die Kommunistische Partei in der Ukraine und deren Funktionäre und deren Organisationen als seinen Feind damals empfunden, weil sie, so sagt er, offenbar nach Polen gucken und sich mit Pilsudski offenbar arrangieren wollen, statt dafür zu sorgen, dass ausreichend Getreide requiriert wird. Insofern, hier die ukrainische Intelligenz kommt noch hinzu als Feind. Die ukrainische Intelligenz, die auch dafür verantwortlich ist, dass sie die Ukrainer nicht mehr gehorchen und nicht das tun, was ihnen in Moskau gesagt wird. Alles zusammen, ukrainische Intelligenz, ukrainische Partei, ukrainische Bauern, das waren die entscheidenden Gruppen, die zusammen den großen Feind darstellten. Und es ist erstaunlich, mit welcher Offenheit auch in manchen Beschlüssen der Partei und der Staatsführung im Dezember 1932 das so formuliert worden ist. Wir haben das Problem in der Ukraine jetzt, weil wir 10 Jahre lang den Ukrainern zu weit entgegengekommen sind. Schuld ist die Ukrainisierung, die wir durchgeführt haben. Schuld ist die Tatsache, dass die Ukrainer jetzt in der Schule nur noch Ukrainisch sprechen wollen. Schuld ist die Tatsache, dass die ukrainischen Medien gelesen werden und dass Russisch nicht mehr gelehrt wird in der Schule. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit immer achten, damit alle die Möglichkeit haben, auch ihre Fragen zu stellen. Ganz kurz noch die Frage zur Beantwortung von Frau Reifenstein. Ich glaube, dann werde ich halt kurz und bündig einfach mal erklären, wieso es mir darum geht. Dann mache ich das kurz, weil Herr Simon hat ein bisschen überzogen. Mir geht es darum, dass einfach mal Holodomor in der Ukraine als Genozid angesehen wird, einfach um die gehörige Würdigung der Opfer. Ich lebe seit 23 Jahren in Deutschland, befasse mich weiterhin mit der Ukraine. Die Hälfte von den Großeltern, meinen Großeltern, starb durch Hunger in der Ukraine. Also das ist auch mein persönlicher Anliegen, dieses Thema publik zu machen und einfach mal die Verstorbenen auch zu würdigen. Ausschließlich darum geht es mir. Also wir verlangen von Russland und auch mal von keinem anderen Staat keine Entschädigung für Holodomor. Es geht einfach um die Würdigung der Opfer. Vielen Dank. Für die Fraktion der FDP, Kollege Todenhausen, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Simon. Das Auswärtige, ich beziehe mich darauf, was Sie eben jetzt gerade gesagt haben. Das Auswärtige Amt hat mitgeteilt, dass es Erklärungen der Vereinten Nationen zu den Jahrestagen des Holodomor unterstützt hat. Diese enthalten aber bewusst nicht den Begriff Genozid. Da Vorgänge, die sich vor Inkrafttreten der Völkermordskonvention 1951 ereigneten, völkerrechtlich nicht als Völkermord einzuordnen wären. Vor 3 Jahren hat der Deutsche Bundestag aber fast einstimmig den Massenmord an den Armeniern im Osmanischen Reich von 1915 als Völkermord eingestuft. Wie erklärt die Bundesregierung diesen Widerspruch? Was spricht aus Sicht der Bundesregierung dafür, den Holodomor als Genozid zu bezeichnen und was spricht dagegen? Meine Frage an die Petentin. Ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt und es ist ein unsägliches Leid, was Ihrem Volk passiert ist, aber auch anderen Völkern. Wer das liest, der hat an diesem Tag keinen guten Tag mehr, weil es macht einen depressiv, was passiert ist.
Trotzdem muss ich dabei auch lesen, die Beteiligung zahlreicher Ukrainer an den Verbrechen spricht gegen die Einstufung als Völkermord. Das sagt eine Politikwissenschaftlerin, Svetlana Burmister, weil auch die Kasachen natürlich Todesopfer hatten, etc. Was erwidern Sie darauf? Vielen Dank. Herr Professor Dr. Simon, bitte. Und dann gleich im Anschluss Frau Tiktakuk mit der Bitte um jeweils kurze Antworten. In der Tat, die Kasachen sind vielleicht das Volk, soweit wir das jetzt übersehen können, das am meisten Blutzoll hat zahlen müssen. Noch der die Opferzahlen relativ zur Gesamtbevölkerung bei den Kasachen sind noch höher als bei den Ukrainern. Aber der Ursache und Zusammenhang ist ein ganz anderer. Die Kasachen sind verhungert im Zusammenhang mit der zwangsweisen Sesshaftmachung der Nomaden. Die sowjetische Regierung hat damals in kurzer Frist verfügt, dass die Nomaden nicht mehr Nomaden sein dürfen, sondern sesshaft gemacht werden müssen. Das führte dazu, dass zunächst die Tiere, die Herden starben und dann die Menschen, die mit diesen Herden durch die kasachische Steppe gezogen waren. In Kasachstan beginnt erst allmählich, also mit großer Verzögerung gegenüber der Ukraine, eine Diskussion darüber. Und ich würde mich nicht wundern, wenn in ein paar Jahren von jetzt Kasachstan ganz ähnlich wie die Ukraine auch im internationalen Rahmen eine Anerkennung als Genozid fordern wird. Soweit ist es nicht. Aber das, wie gesagt, das hängt damit zusammen, dass in Kasachstan, nicht, dass Kasachstan so weit weg ist, aber dass in Kasachstan die Entwicklung, auch die politische Entwicklung, langsamer vonstatten geht. Das vielleicht dazu. Frau Reifenstein-Czakutsch. Also, um Ihre Frage zu beantworten, möchte ich zuerst einfach mal was vorlesen. Es gab keine Hungersnot genau in denjenigen Gebieten Russland, in denen sich auf Getreidezucht spezialisierten. Das sind nicht Schwarzgebiete, Schwarzerdegebiete, Baschkirien, Tatarstan, Ural, Sibirien und Fernost. Dort wurden nur lokale Schwierigkeiten mit Lebensmittellieferungen beobachtet. Das heißt, die Hungersnot hat jede Gebiete nicht betroffen, die sich selbst nicht in Getreide versorgen konnten und man sie dorthin einfahren musste. Hingegen erfuhr der Holodomor in der Ukraine, die das Getreide züchtete. Und genau auf dem Territorium Russland gab es Holodomor nur in Kuban, wo die Ukrainer kompakt lebten und in dem sie 50% der Bevölkerung darstellten. Und früher betrachtete Moskau Ukraine und Kuban ganz einheitlich. Die Verordnung, die Blockade der Dörfer veranlassen, bezogen sich ausschließlich auf die Ukraine und Kuban. Also wie ich schon gesagt habe, wo auch mal vorwiegend die Ukrainer gelebt haben. Vielen Dank für die Fraktion Die Linke. Herr Kollege Pellmann, bitte. Du hattest zwei Fragen gestellt an Herrn Simon und an die Petentin. Du musst den Mikrofon anmachen. Mikrofon. Also ich hatte zuerst, die erste Frage ging an den Herrn Simon und das habe ich auch ausdrücklich an Herrn Simon genannt. Deswegen hatte ich mich gewundert, dass plötzlich die Reihenfolge anders war. Da ging es darum, dass der Begriff Genozid bewusst nicht genannt wird, obwohl der Bundestag darüber in anderer Sache entschieden hatte. Gut, dann haben wir noch eine kurze Frage an die Bundesregierung. Herr Kollege, Herr Vorsitzender, ich hatte das ja in meinem Eingangsstatement schon deutlich zu machen versucht. Aus heutiger Sicht besteht überhaupt gar kein Zweifel daran, dass es sich bei den schlimmsten Verbrechen gegenüber den Armenierinnen und Armeniern 1915-16 um einen Völkermord gehandelt hat. Und wir verstehen die Formulierung im Beschluss des Deutschen Bundestags als eine politische und nicht als eine völkerrechtliche Einordnung. Grundsätzlich ist die Position der Bundesregierung klar. Völkerrechtlich wenden wir diesen Begriff nur an für Ereignisse, die nach 1948 stattgefunden haben. Aber politisch kann man sich diesen Begriff durchaus auch zu eigen machen. Und das ist die Unterscheidung zu dem, was jetzt beim Holodomor stattfindet.
Auch beim Holodomor gilt, wir machen hier keine Prüfung in der Sache. Also ich möchte jetzt keinen Streit mit einem reputierlichen Professor darüber führen, ob nun die Bedingungen erfüllt sind, die dazu führen könnten, dass man aus heutiger Sicht sagt, es ist ein Völkermord, ja oder nein, sondern ich ziehe mich hier, das können Sie kritisieren oder auch nicht, auf eine grundsätzliche Position der Bundesregierung zurück, die sagt, für uns kann das hier juristisch gesehen, völkerrechtlich gesehen, keine Anwendung finden. Vielen Dank. Herr Kollege Pellmann für die Fraktion Die Linke, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen. Zunächst an die Petentin eine Frage. Auf welche Quellen beziehen Sie sich bei Ihren Opferzahlen? Und wie bewerten Sie die Angaben von Kasjanow und Timka, der die beiden ja von 4 Millionen Opfern ausgehen? Und eine Frage an die Bundesregierung. Sie haben ja ausgeführt, die historische Kommission, die seit 2015 arbeitet. Was hat die Bundesregierung davor bzw. bisher getan, um den Holodomor bekannt zu machen? Und welche Beteiligung an Gedenkveranstaltungen hat die Bundesregierung mitorganisiert? Vielen Dank. Zunächst die Petentin, Frau Reifenstein-Czakuc. Geht, oder? Ja, also es schrieb am 19. September 1933 ein deutscher Diplomat, Herr Schiller, an das Auswärtige Amt in Berlin. Ich zitiere: Ich würde von der anderen Seite genannte Ziffern von 10 Millionen Todesopfer nicht für übertrieben halten. Also deshalb die 10 Millionen. Genau, also ich habe hier dieses Dokument dabei. Also das sind die Kopien. Herausgegeben, das sind aus dem Archiv von Auswärtigen Amt in Kiew 2008 und da stehen einfach mal die Zahlen von 10 Millionen auch mal drin. Wenn Sie möchten, habe ich die ausreichende Kopie dabei. Vielen Dank. Kurze Ergänzung. Kurzer Hinweis zu diesen Zahlen und den unterschiedlichen Opferzahlen. Das ist in der Publizistik oft hochgespielt worden und es wird behauptet, dass man könne darüber gar nichts Genaues wissen und die Opferzahlen seien ja so weit auseinander, die schwanken zwischen 5 und 10 Millionen. Wenn man genauer hinsieht, ist das nicht der Fall. Mich hat im Gegenteil immer beeindruckt, wie nah beieinander die Opferzahlen, die ja auf Berechnungen und Schätzungen beruhen, liegen, einschließlich der Forschung in Russland. Auch die seriösen russischen Forscher weichen sozusagen unter dem Strich bei der Bilanz gar nicht so wesentlich ab von der Opferzahl der Ukrainer. Was nicht heißt, dass in der Publizistik, auch in der ukrainischen Publizistik, vor 15 Jahren, manchmal auch heute, überzogene Opferzahlen genannt werden. Das, was ich hier vorgetragen habe, knapp 4 Millionen Opfer in der Ukraine, 6 bis 7 Millionen Hungeropfer, insgesamt einschließlich auch der Kasachen, ist etwas, was man weitgehend heute in der Wissenschaft als Konsens bezeichnen kann. Vielen Dank, Herr Staatsminister Roth, bitte. Aus heutiger Sicht hat die Bundesregierung bei weitem nicht genug getan, um an den Holodomor zu erinnern. Ich denke mir, da stehen wir gemeinsam mit vielen anderen europäischen Staaten. Was mich ganz offen gesagt noch viel mehr beschämt, ist, dass wir es ja noch nicht mal schaffen, eine ordentliche historische Aufarbeitung vorzunehmen und ein ordentliches, ehrwürdiges Gedenken vorzunehmen gegenüber den 27 Millionen Ermordeten durch Nazi-Deutschland im östlichen Europa. Darüber reden wir kaum und es ist nicht im kollektiven Gedächtnis unserer Bevölkerung verankert. Ich bin deshalb dankbar, dass wir überhaupt seit 2015 die Deutsch-Ukrainische Historikerkommission haben. Wir hatten im September jetzt eine Sonderausstellung im Auswärtigen Amt über den Holocaust in der Ukraine. Das sind alles kleine Bausteine. Ich vermag jetzt nicht zu sagen, Herr Kollege, ob wir mal zu einer Veranstaltung eingeladen wurden zum Holodomor oder ob wir selber etwa initiativ geworden sind. Meine Kolleginnen und Kollegen hier vorne, also meine Kollegen verneinen das. Aber was nicht ist, kann durchaus noch werden. Und vielleicht kann ja auch aus dieser Anhörung etwas entstehen. Ich würde das aber dann gerne auch europäisch einbetten wollen. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Sarrazin, bitte. Ja, vielen Dank. Ich bin selber von der Ausbildung Historiker mit dem Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa und ich würde es historisch eindeutig so einordnen, dass wir einen Völkermord im Holodomor sehen können, der vor dem Hintergrund von bestimmten Spezifika auch besonders prägend ist. Ich würde mich da vor allem berufen auf die hohe Zahl der Opfer
im Endstadium des Holodomor, zu einem Zeitpunkt, wo also allen Verantwortlichen sowohl in Kiew als auch in Moskau klar sein musste, zu was das letztlich führt, zu der klaren Verbindung, sei es dynamisch oder intentionalistisch, mit der Bekämpfung der ukrainischen Nation als möglichen Spaltpilz des Zusammenhalts der Sowjetunion, aber auch mit den Maßnahmen zum Kampf gegen als ukrainisch Empfundenes, als Bevölkerung, die als besonders ukrainisch geglaubt wurde, und auch über das Stadt-Land-Gefälle bei den Todeszahlen. Ich denke, dass man auch, wenn man den moralischen Maßstab der Völkerrechtskonvention anlegen würde, man zu diesem Schluss kommen kann. Meine Zweifel sind eher in der Frage, inwieweit eine Befassung von nationalen Parlamenten allein mit dieser Frage der richtige Weg ist, zu einer Feststellung zu kommen, oder inwieweit das nicht auch zu einer Art Konkurrenz von Parlamenten führt. Inwieweit ist ein Urteil des Deutschen Bundestags über ein Holodomor als Genozid mehr wert als eine Entscheidung des litauischen Parlaments oder weniger wert als eine des französischen Parlaments? Wie ordnen wir diese Art von Diplomatie ein? Da bin ich noch unentschieden. Eine wichtige Frage dabei wäre für mich an die Bundesregierung, auch an die Petenten, inwieweit sie Erkenntnisse haben, dass die spezifische Rolle der deutschen Regierung, die damals ja seit dem Vertrag von Rapallo mit der Sowjetunion sehr enge Bündniszusammenarbeit hatte, zum Beispiel im Militärbereich, und die vor dem Hintergrund der Berichte der Konsuln aus der Ukraine nach Berlin ja über die Lage ganz gut informiert war, inwieweit man feststellen kann, dass die deutsche Regierung der Weimarer Republik damals ihrer Pflicht nachgekommen ist, gegenüber den sowjetischen Behörden zu erwirken, dass eine Politik verändert wird oder dass Maßnahmen abgeschwächt werden oder in irgendeiner Form das Teil der deutschen Außenpolitik war. Weil ich finde, dass das sonst gegebenenfalls ein Fall wäre, der nach dem Vorbild der Armenier-Resolution für uns zu überprüfen wäre, ob wir nicht auch sozusagen vor der eigenen Haustür an dieser Stelle kehren müssten. Ganz kurz noch, die Völkerrechtsdebatte führt für mich deswegen ein bisschen in die Irre. Wir wollen ja Fragen stellen, Herr Kollege Sarrazin. Weil in der Petition ja gar keine völkerrechtliche Einordnung von den Petenten verlangt wird. Und deswegen würde ich gerne die Bundesregierung fragen, inwieweit deswegen die Antwort von Ihnen in den Unterlagen eigentlich auf das Anliegen eingeht. Sie haben hier dargestellt, dass Sie politisch-historisch das als einen Völkermord sehen. Nach der völkerrechtlichen Einordnung fragt der Wortlaut der Petition nicht. Deswegen glaube ich, dass Ihre Haltung dort etwas sich um die wahre Frage herumdrückt. Danke. Also nur eine Frage an die Bundesregierung. Gut. Dann die Petentin. Herr Dr. Simon. Ja, selbstverständlich ist das Votum des Deutschen Bundestages ist nicht mehr wert als das Votum des litauischen Parlaments. Das wäre ja noch schöner. Also darum kann es nicht gehen, und das ist auch nicht die Position, wenn ich das richtig sehe, der ukrainischen Regierung. Die ukrainische Regierung ist im internationalen Rahmen daran interessiert, dass diese Völkermord-Einordnung akzeptiert wird von möglichst vielen, und zwar nicht nur nationalen Parlamenten, sondern auch internationalen Organisationen. Das ist mindestens genauso wichtig. Interessant ist vielleicht die Situation in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten von Amerika läuft derzeit schon seit einigen Jahren sozusagen eine Kampagne, Entschuldigung, der Ausdruck ist nicht angemessen, dass die einzelnen Bundesstaaten, die einzelnen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten mögen den Holodomor als Völkermord am ukrainischen Volk qualifizieren. Etwa die Hälfte der Staaten hat das bisher getan, und das Verfahren läuft noch weiter. Daran kann man sehen, dass es also nicht nur um nationale Parlamente geht, sondern um den internationalen Rahmen insgesamt. Die sehr interessante Frage nach der Kenntnis des Auswärtigen Amtes über die Situation 1933 ist eine wirklich eine spannende Frage, und aus meiner Sicht sind da noch manche Fragen unbeantwortet. Fest steht allerdings, das ist leicht nachzuprüfen, dass das Auswärtige Amt 1933 ziemlich gut informiert war. Dank kompetenter Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau und der Konsulate in Charkiw und Kiew. Insbesondere gab es einen auch hier schon genannten Landwirtschaftsexperten im Auswärtigen Amt mit dem schönen Namen Schiller, der ausführlich sich auskannte, der ausführlich berichtet hat, nicht nur das, sondern der auch die Zukunft vorhergesagt hat. Er hat nämlich vorhergesagt, dass im Jahre 34, wenn die Dinge so weiterlaufen, noch viel mehr Opfer zu beklagen sein werden. Gott sei Dank hat er sich geirrt. Die Hungersnot war 1934 vorbei. Warum die deutsche Regierung damals das nicht
aufgenommen hat. Das ist eben eine Frage, also die nächstliegende Antwort ist einfach die Tatsache, wir müssen uns klar sein, wann das war. Das war also die erste Jahreshälfte 1933. Was lief damals in Berlin? Bestimmt nicht die Beschäftigung mit Hunger in der Sowjetunion. Das ist also eine Antwort. Aber ich glaube, das ist noch nicht die ganze Antwort. Man müsste da nachfassen. Mehr kann ich im Augenblick auch nicht dazu sagen. Vielen Dank. Herr Staatsminister, bitte. Ja, ich bin dem Abgeordneten Manuel Sarrazin erstmal sehr dankbar, dass er die Frage stellt, weil es mir nochmal die Gelegenheit gibt, hier einiges klarzustellen. Erstens, ich habe deutlich gemacht, dass die Bundesregierung den Holodomor international verurteilt hat, auch verbunden mit entsprechenden Beschlüssen der Vereinten Nationen, denen wir uns ausdrücklich angeschlossen haben. Zweitens sehen wir uns auch in einer besonderen Verantwortung, gemeinsam mit der Ukraine, aber auch mit der internationalen Gemeinschaft dazu beizutragen, dass den Opfern des Holodomor angemessen gedacht wird. Aber die Bundesregierung formuliert hier nichts politisch, sondern in dem Falle völkerrechtlich. Und darauf habe ich klar hingewiesen, wir machen uns völkerrechtlich die Verurteilung als Genozid oder als Völkermord gegenüber dem Holodomor nicht zu eigen. Ich habe nur eben versucht, Manuel, deutlich zu machen, wie aus Sicht der Bundesregierung der fast einstimmige Beschluss des Deutschen Bundestages zu Armenien von uns bewertet wird. Und was ich sehr gut finde, ist, dass wir auch noch mal prüfen lassen. Das wäre dann eine Bitte, die wir der deutsch-ukrainischen Historikerkommission gegenüber äußern sollten, ob eine besondere Verantwortung oder eine besondere Mitwisserschaft des damaligen Deutschen Reiches vorliegt. Mir sind darüber jetzt erstmal keine Informationen bekannt, aber was ich nicht weiß, heißt ja nicht, dass es trotzdem geschehen ist. Deshalb sollte das nochmal ein Punkt sein, den wir mit der Kommission entsprechend aufnehmen. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Mit Hinblick auf die Uhr schlage ich vor, dass wir die Fragen in der zweiten Runde sammeln und dann jeweils der Petent und die Regierung nochmal die Möglichkeit zur Antwort haben. Kollege Stojohann, bitte. Ja, herzlichen Dank auch an den Staatssekretär Roth für die bisherigen Ausführungen. Mich interessiert jetzt, wie das bei der UN läuft. Dort bei der Erklärung zum 85. Jahrestag des Holodomor haben 38 Staaten einer Erklärung zugestimmt. Was haben die anderen gemacht? Waren die nicht da? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft so etwas ab? Wenn Sie das heute nicht liefern können, wäre ich auch interessiert, das nachgeliefert zu bekommen. Vielen Dank. Kollegin Müller für die SPD-Fraktion, bitte. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich würde gerne einmal nachfragen zu den juristischen Konsequenzen. Es klang in beiden Seiten, einmal von Seiten auf Seite Amtsseite und einmal auf Seite der Petentin an, dass man durchaus über Schadensersatzforderungen oder sowas reden könnte. Ich will es auch bewusst so im Konjunktiv formulieren. Deswegen wäre meine Frage an beide Seiten: Gäbe es tatsächlich keine juristischen Konsequenzen oder Folgen, auch hinsichtlich beispielsweise Schadensersatzforderung an die dann Nachfolgeorganisation, die Russische Föderation? Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Kollegin Müller für die Fraktion der AfD. Noch Fragen? Bei Herrn Spangenberg, bitte schön. Ja, vielen Dank. Ja, meine Frage ist folgendermaßen. Es war letztes Mal bei dem Gespräch, Herr Simon hat mir auch die Frage gestellt, wie Russland vielleicht darauf reagiert, wenn das derart nicht nach vorn getrieben wird, die Anerkennung als Völkermord. Die Frage ist das wirklich so ein Problem? Denn immerhin der Khrushchev von 56 klipp und klar davon distanziert von den Verbrechen Stalins, und die Revolution in Russland, in der Sowjetunion zu Russland, hat ja auch gezeigt, dass man eigentlich eine völlig neue Richtung hat. Ist denn wirklich die Angst dabei, dass wenn das rausgestrichen wird, dass das heutige Russland sich in irgendeiner Form da riskiert fühlt? Vielen Dank für die Fraktion der FDP. Herr Kollege Ebbing, bitte. Ja, da ich das eben die Frage gestellt worden ist zu Russland, eigentlich nur meine Entschuldigung für meinen Kollegen, dass er sozusagen Ihren Namen, Herr Roth, verwechselt hat. Okay, dann haben wir es auch geklärt. Vielen Dank dafür. Wir hatten schon Angst, dass wir es mit dem Gehör haben. Dann Kollege Pellmann für die Fraktion Die Linke. Ja, ich habe noch eine Frage an die Petentin. Und zwar, wie bewerten Sie die Tatsache, dass auch Historiker, die ja durchaus einen guten Ruf haben, zwei hatte ich schon genannt mit Kasjanow und Himka, aber auch Frau Applebaum, die ja heute schon eine Rolle gespielt hat in der Diskussion, die Einstufung der Hungersnot als Genozid ablehnen?
Vielen Dank. Und letzte Frage von Kollegen Sarrazin, Bündnis 90 Die Grünen, bitte. Meine Frage an die Petenten wäre, inwieweit Sie mit Ihrer Petition vor allem eine politische Stellungnahme des Bundestags erwirken möchten, die die politische Einstufung als Genozid vornimmt, oder inwieweit Sie auf einen mir gar nicht bekannten völkerrechtlichen Akt setzen, der sozusagen Ausschluss im Völkerrechtsrecht, Strafrecht finden sollte. Vielleicht können Sie dazu noch mal was erklären, weil das ja ein Punkt der Debatte war. Ich würde daran anschließend gerne noch erläutern, dass meine Fraktion findet, dass die Politik der Bundesregierung keine Völkermorde in der Vergangenheit anzuerkennen, für falsch, dass wir es für falsch halten. Nicht nur in Bezug auf die Armenienfrage, wo der Bundestag unserer Meinung nach die richtige Meinung hat, sondern auch in Bezug auf beispielsweise den Völkermord an den Hereronama, der 2004 von Heidemarie Witschorek-Zeul als solcher schon benannt wurde und von der Bundesregierung immer noch nicht als solcher anerkannt ist. Ich denke, dass das für Deutschland in der gesamten internationalen Frage, auch in der Zusammenarbeit mit den südlichen Staaten, die unter unserem Kolonialismus gelitten haben, ein großes Problem ist, dass da diese Haltung des Auswärtigen Amts noch vorherrschend ist. Danke. Vielen Dank. Dann zur Antwort die Petentin. Frau Reifenstein-Czakocz, bitte. Oder Professor Simon. Mit welcher Frage fangen wir an zu beantworten? Alle, mit einem Schlussantwort sozusagen alle Fragen. Gut. Oder wollen Sie sich kurz sammeln? Dann gebe ich erst die Möglichkeit an Herrn Staatsminister Roth. Gut. Ja, das mache ich gerne. Namen sind Schall und Rauch. Titel sind Schall und Rauch. Alles gut. Sie wissen ja, wer ich bin. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will das noch mal kurz erläutern. 38 hört sich in der Tat sehr wenig an, Herr Steuern, aber das sind die Staaten, die diese Erklärung als Antrag eingebracht haben, die natürlich eine besondere Verpflichtung für sich gesehen haben, dies zu unterstützen. Und dazu gehört eben auch Deutschland, neben einer Reihe von vielen anderen Staaten auch. Aber darauf sollte man nicht schließen, dass das per se das Interesse sehr gering war. Ich kläre aber gerne auch noch mal nach, ob das üblich ist, dass man eine relativ kleine Zahl von Initiatorinnen und Initiatoren hat oder ob die normalerweise höher liegen. Da bin ich jetzt auch kein UN-Experte, aber wir reichen das gerne auch noch einmal nach. Natürlich ergeben sich aus der völkerrechtlichen Bewertung als Völkermord Konsequenzen, und das weiß doch auch hier jeder. Natürlich ergeben sich daraus Schadenersatzforderungen. Nicht automatisch, aber selbstverständlich ergeben die sich. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, weil wir ja direkt nicht davon betroffen sind, jetzt da mal so nonchalant bestimmte Begrifflichkeiten zu verwenden. Wo ich das als geboten und auch als zwingend gesehen habe, da bin ich dann auch schnell bei Manuel Sarrazin, ist natürlich überall dort, wo Deutschland Schuld auf sich gezogen hat und weiterhin nachweislich eine historische Verantwortung trägt. Nicht nur abstrakt an Opfer zu gedenken, ob das die Nama und Herero sind, im heutigen Namibia oder andernorts, sondern dass wir natürlich auch unseren Beitrag dazu leisten müssen, dass erstens so etwas nie wieder passiert und dass wir natürlich auch versuchen, die Schuld, die wir auf uns genommen haben, zu lindern. Wobei man kann so eine Schuld, man kann solche Verbrechen ja nicht durch Geld oder durch andere Leistungen lindern, aber man muss zu seiner Verantwortung stehen. Und das ist gerade jetzt auch, weil der Fall Namibia angesprochen wurde, sehr, sehr schwierig für uns. Warum ich auch ganz persönlich als Bundestagsabgeordneter, ich glaube aber auch wie die Bundesregierung insgesamt, die Resolution im Deutschen Bundestag bezogen auf Armenien so wichtig und auch so zwingend empfand, war, weil wir damals ja auch deutlich machen wollten auf die deutsche Schuld. Das Deutsche Reich damals hat zugeschaut und hat zugesehen. Das Osmanische Reich und das Deutsche Reich, das Kaiserreich, waren im Ersten Weltkrieg auf das Engste miteinander verbunden und sind ein entsprechendes Bündnis eingegangen. Und daraus hat sich eben auch ergeben, dass Deutschland, das Deutsche Reich, damals ganz bewusst weggeschaut hat und eben es zugelassen hat, dass das Osmanische Reich diese schlimmsten Verbrechen zu verantworten hat. Das ist, glaube ich, auch nochmal der Unterschied zu der Situation beim Holodomor. Aber noch einmal, es ist unser
wichtigstes Interesse, dass wir auch an so etwas erinnern und dass wir auch so etwas aufarbeiten. Und wenn Deutschland dazu einen Beitrag zu leisten vermag, werden wir das selbstverständlich auch tun. Und wir haben eine ganz besondere Verantwortung gegenüber Ukraine, die ich aber ganz bestimmt nicht nur auf den Holodomor fokussiert sehen möchte, sondern vor allem auch auf die Nazi-Verbrechen, auf den Vernichtungskrieg auf dem ehemaligen Gebiet der Sowjetunion, wo ja schlimmste Verbrechen stattgefunden haben, vor allem in der Ukraine, aber auch in Belarus und nicht ausschließlich nur in Russland. Vielen Dank, Herr Roth. Jetzt Frau Häufenstein-Czakut. Herr Simon, wenn noch Fragen offen sind, können wir die auch gegebenenfalls noch mal kurz wiederholen. Waren jetzt noch Fragen in der letzten Runde von Ihnen unbeantwortet, liebe Kolleginnen und Kollegen? Ja, bitte die Fragen wiederholen, genau. Nein, nur bei Herrn Spangenberg. Mir ging es nochmal um die Frage der Sensibilität, wenn diese Sache durchgeht, wie die wie das heutige Russland reagieren würde. Ich hatte ja schon darum ging es nochmal, weil ja Khrushchev und so weiter und die Revolution ja eigentlich etwas anderes aussagt als ein Festhalten an dieser Politik. Dann Herr Simon zum Schluss. Naja. Weiß jemand, wie Russland reagiert? Das ist natürlich sehr schwer zu prognostizieren. Klar ist, dass Russland also diese Einordnung, von der wir hier sprechen, ablehnt. Wie tiefgehend das ist, darüber kann man streiten. Meine Prognose wäre, sollte der Deutsche Bundestag sich dazu durchringen, den Holodomor als Völkermord am ukrainischen Volk anzuerkennen, würde natürlich Protest aus Moskau folgen. Wie tiefgreifend und nachhaltig der wäre, ist schwer zu sagen. Ich würde allerdings nicht unterstellen, dass damit die deutsch-russischen Beziehungen langfristig nun also im Eimer wären. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu gibt es andere Bereiche, die doch stärker im Vordergrund stehen, auch andere russische Interessen, die stärker im Vordergrund stehen, zumal ja unmittelbare Folgen daraus nicht zu ersehen sind. Und man kann auch immer und muss darauf hinweisen, dass der Deutsche Bundestag, sollte er sich dazu durchringen, ja nur das tut, was zwei Dutzend und mehr oder mehr europäische Länder bereits auch schon getan haben. Also es ist ja keine Einzelrolle, die hier Deutschland einnehmen würde. Vielen Dank. Damit dürften zumindest Antworten auf alle Fragen gegeben sein. Ob sie damit beantwortet sind, müssen wir im Berichterstatterverfahren und in der Bearbeitung der Petition dann klären. Damit schließe ich diese öffentliche Sitzung. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Auswärtigen Amt, bei Staatsminister Roth, bei der Petentin, Frau Häufenstein-Czakut, Herrn Professor Dr. Simon, bei den Vertretern und beim Botschafter der Ukraine. Recht herzlichen Dank für Ihr Kommen. Die Sitzung ist damit geschlossen.